Okay, gut, wir fangen einfach mal an. Der Workshop ist zu unterschiedlichen Zeiten annonciert. Das heißt, es könnte passieren, dass um 16.30 Uhr noch welche kommen, vielleicht aber auch nicht. Herzlich willkommen zum Workshop Pressearbeit konkret. Ihr habt ja, oder einige von euch haben ja heute Morgen schon etwas gehört zur Pressearbeit der Landtagsfraktion und dann Brainstorming gemacht. Ich weiß nicht so genau, was dabei rausgekommen ist. Vielleicht kommen wir ja auch dazu, das in diesem Workshop nochmal zum Thema zu bringen, um das alles insgesamt zusammenzubinden. Ich heiße Julia Seliger. Ich bin sowohl mit der, also ich bin Politikerin und Journalistin gewesen. Ihr könnt euch im Internet über mich informieren oder kurz zuhören. Als Politikerin war ich für die Grünen zeitweise für die Presse sehr interessant, sodass ich auch so Hauptstadt-Tricks lernen musste, von denen ich dann auch nachher ein bisschen erzählen werde. Und danach war ich dann Journalistin für die Taz und für die Faz und habe das Ganze eben von der anderen Seite auch kennengelernt. Und deswegen kann ich euch auch berichten, wie vielleicht der Redaktionsalltag so ist und welche Tricks man da so macht. Aber das wurde heute Morgen auch schon angeschnitten. Jetzt arbeite ich als Geschäftsführerin der Piratengruppe im Bonner Stadtrat. Die sind, wie viele von euch auch, nach der Kommunalwahl in Stadtrat gekommen. Allerdings nicht in Fraktionsstärke, sondern in Gruppenstärke heißt das. Weswegen ich mir dann für das Branding auch ausgedacht habe, dass man die dann überall so Piratengruppe nennt, bei Twitter und bei Facebook. Vielleicht gibt es ja welche von euch, die den Kommunalpiraten Bonn folgen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass Twitter, also das jetzt auch nicht vielleicht unbedingt beispielhaft ist. Also das könnte man noch besser machen. Da könnten sich vielleicht Social Media Manager zu Wort melden. Also da, das ist jetzt nicht so mein Lieblingsthema. Aber wir haben diese ganzen Kanäle eben auch. So. Ja, also hier soll es einmal darum gehen, wie schreibe ich eigentlich eine Pressemitteilung oder was gibt es eigentlich für unterschiedliche Formen von Pressemitteilung. Eigentlich ist nicht gedacht, dass wir selber Pressemitteilungen schreiben, weil ja auch nicht alle Leute Computer dabei haben und weil auch nicht, weil die Zeit auch ein bisschen knapp ist, sondern, aber da kann man jetzt schon mal sehen, dass Pressemitteilungen und Nachrichten eigentlich eine Menge miteinander zu tun haben. Jetzt fällt mir auch gerade ein, ich habe die Vorstellungsrunde vergessen. Die würde ich dann am besten gleich mal nachholen. Und zwar wäre es gut, wenn jeder von euch sagt, wie er oder sie heißt, meinetwegen auch mit Internetnamen. Und dann noch, welche Themen in der Presse bei euch am besten gehen oder welche Nöte und Sorgen ihr habt und wo ihr so herkommt und wenn ihr gar nicht in die Presse kommt, vielleicht, dass ihr nicht in die Presse kommt. Also ich kann ja mal anfangen. Ich heiße Julia Seliger, habe ich gerade schon gesagt. Ich komme aus Bonn. Wir haben bei uns vor Ort so eine Situation, dass wir eine quasi monopolistische Zeitung haben, den Bonner Generalanzeiger. Außerdem gibt es bei uns natürlich die WDR-Lokalredaktion noch und die Boulevardzeitung. Zügig bitte. Okay, super. Genau, also wir machen gerade eine Vorstellungsrunde. Jeder erzählt so, wie er heißt und wie das so mit der Presselage vor Ort ist. Und dann haben wir natürlich noch eine Boulevardzeitung und ehrlicherweise, was am besten ging, also und bei uns in Bonn denkt man immer, oh Gott, man kommt als alternatives Grüppchen überhaupt nicht in die Zeitung. Also die Zeitung ist auch sehr konservativ, das ist insgesamt eine sehr konservative Stadt. Womit wir aber viel Erfolg hatten und was auch die Leute vom Generalanzeiger sehr begeistert hat, kaum war der Antrag raus, war Cannabis. Also damit haben wir sehr viel Presse gekriegt, ohne besonders viel dazu zu tun. Und womit wir auch gut Presse gekriegt haben, war mit tiefen Analysen zum Businessplan des Festspielhauses. Bei uns in Bonn soll ein Festspielhaus gebaut werden. Und das wird sehr teuer und das ist eigentlich nicht nötig. Und dafür, auf der anderen Seite, werden Sachen zusammengespart. Und der Knackpunkt ist immer so ein Businessplan, an dem es hängt. Und einer von unseren Stadtverordneten, Felix Kupinski,
hat BWL studiert und der kennt sich ziemlich gut aus mit Businessplänen und der hat häufig dann immer so Analysen dazu geschrieben, auch ziemlich lange, ellenlange Dinger. Und das kam sehr gut an bei der Presse. So, also so viel aus Bonn. Mach mal du bitte weiter. Ach, da müssen wir das Mikro nutzen. Ne? Sandra Löhrs, KV Krefeld, sachkundige Bürgerin im Ausschuss Gesundheit und Soziales, Beisitzerin im KV und seit kurzem Oberbürgermeisterkandidatin für die Stadt Krefeld. Unter 7 Kandidaten als einzige Frau. Presse läuft bei uns sehr schlecht. Die nehmen uns nicht wahr. Die Pressemitteilungen, die wir rausschicken, werden nicht abgedruckt. Sind wahrscheinlich auch die falschen Themen. Ich bin außerdem Organisatorin von Pflege am Boden. Das läuft. Ich hab die Presse angerufen. Ich habe dann und dann wieder Flashmob Pflege am Boden und bums, standen die da. Unser Presseteam, die sind zu oft leider aus der Bahn geworfen durch Krankheit und Beruf. Es funktioniert einfach nicht. Ne, wenn man, wie ich jetzt, Pressemitteilungen schreibt, ich gehe natürlich auf die 5 oder 6 Ws ein. Die sind mir aus der Pflege auch bekannt. Und aber die Texte werden dann auch nicht genutzt oder gebraucht, ne? Weil dann fehlt da ein Komma oder dann habe ich mich nicht gut genug ausgedrückt oder. Das bremst dann aus. Ich würde mir wünschen für Krefeld, dass wir ein besseres Presseteam haben, aber wir kriegen es nicht hin, weil wir keine Manpower haben. Okay, ich schreibe einfach mal so ein bisschen mit. Kannst du das Mikro einfach weitergeben, bitte? Hallo, ich bin Lisa Gerlach von der Piratengruppe Köln, bin eine von 2 Personen in dieser Gruppe. Pressearbeit bei uns in Köln läuft auch suboptimal, das heißt, sie wird von allen via Pets bearbeitet. Ich bemühe mich gelegentlich, Leute von der Presse persönlich anzusprechen. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass es gelegentlich, wenn man sich einen längeren Bericht wünscht, dass es auch sinnvoll ist, eine längere Pressemitteilung zu schreiben. Das heißt, wir hatten bei uns in Köln uns entschieden, keinen Oberbürgermeisterkandidaten zu benennen, aus verschiedensten parteiinternen Gründen, aber wir haben die Kandidaten der anderen Parteien zum Grillen gebeten. Von der SPD, die unabhängige Kandidatin, die von CDU, FDP und Grünen unterstützt wird, und den Kandidaten von Die Partei, und haben den jeweils einen einzelnen Abend gewidmet. Da haben wir dann leider Gottes viel zu wenig Aufmerksamkeit zu bekommen. Ganz einfach, weil wir eben auch eine viel zu kurze Pressemitteilung dazu geschrieben haben. Da sollte man sich vielleicht doch mal aufraffen, vielleicht mal wirklich 2 Seiten dazu zu Papier zu bringen, die dann rauskürzbar sind. Babak Tubis, Wolfsmutje, Vorsitzender des Kreisverbandes Köln. Insofern brauche ich an der Stelle nicht mehr viel zu erzählen. Unser Presseteam hat sich leider auch in letzter Zeit ein wenig aufgelöst, aus verschiedensten Gründen. Manche von denen, da weint man denen definitiv keine Träne nach. Waren ganz, ganz böse Sachen dabei. Aber das hält natürlich auch die Gruppe nicht vernünftig dann zusammen. Das wird dann relativ schwierig, da auch vernünftige Pressearbeit zu machen. Die Piratengruppe, Lisa, Thomas und die Mitarbeiterin Marie, die kriegen das relativ gut hin, in relativ kleinteiliger Zusammenarbeit. Also die machen das sehr schnell, sehr fix, und da kann man fast kaum noch was dazu machen von KV-Seite. Aber eigene KV-PMs sind natürlich an der Stelle dann mittlerweile fast außen vor. Ach so, okay, also seitdem es die Gruppe gibt. So, seitdem es die Gruppe gibt, das ist halt, wie gesagt, wir hatten... läuft die Arbeit eher darüber und ja. Puroda Blissenbach, auch aus Krefeld. Stellvertretender sachkundiger Bürger in 2 Ausschüssen, ansonsten nebenbei auch noch Student in Köln und Mitarbeiter bei der Presse, beim Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit Nordrhein-Westfalen, da tätig als einer, der Pressemitteilungen redigiert und gelegentlich schon mal mitschreibt, aber relativ wenig. Das ist eine Arbeit, die mir großen Spaß macht und die aus meiner Sicht auch relativ gut funktioniert. Dass wir das Gleiche in Krefeld nicht hinkriegen, finde ich sehr schade. Ich habe die Hoffnung, dass mit den Änderungen, die wir in der letzten Zeit vorgenommen haben, das jetzt was werden wird.
insbesondere im Zusammenhang damit, dass wir jetzt eine Oberbürgermeisterkandidatin haben und ran müssen. Ich würde mir wünschen, dass wir das für Krefeld relativ ähnlich hinkriegen, wie es aus meiner Sicht technisch gesehen für mich bei der ÖA NRW aussieht. Es gibt Leute, die für Pressemitteilungen das Material zusammenbringen, in ein Pad packen und mir dann Bescheid sagen, sprachlich drüber zu gehen, Fehler zu korrigieren und es zu verbessern. Das ist für mich ein sehr angenehmes Arbeiten. Aber nichtdestotrotz, wenn ich was vorgelegt kriege, schreibe was dazu, schreibe ich auch gerne selber. Ja, okay, danke. Du willst nicht sagen, wer du bist und woher? Ja. Und kurz. Ja. Der KV ist nicht außen vor. Die Arbeit ist nur in die Gruppe abgewandert. Okay, ist KV weniger belastet? Ja? Ja. Die Arbeit des KVs wird von der Gruppe miterledigt. Nee, die Arbeitskraft, die früher im KV gelegen hat, ist jetzt in der Gruppe und aus. Das ist genau das Problem. Und nicht, dass die Presse das nicht akzeptiert oder sonst irgendwas. Okay. Oder wir außen vor sind. Ja, das habe ich jetzt gestrichen. Ja, wir sind auch nicht weniger belastet. Wir haben die Leute, die... Ja, klar. Es ist ja völlig klar, sobald man Infrastrukturen hat, sobald man auch Leute einstellen kann, sollte es eigentlich besser laufen. So. Gut. Ja, ich bin der Jochen Lobnick. Ich komme aus Neukirchen-Flüen, Kreisverband Wesel. Wir sind mit 3 Leuten im Rat. Meiner einer als Ratsherr in einer Fraktionsgemeinschaft mit der FDP, auch nur ein Ratsherr und 2 sachkundige Bürger. Der Stammtisch rekrutiert sich bei uns derzeit nur aus unserer Ratsfraktion. Dementsprechend auch die Pressearbeit, die einzig und allein auf 3 Schultern hängen bleibt. Wir sind im Kreisverband, dadurch, dass wir im Kreis Wesel den größten Flächenkreis in Nordrhein-Westfalen haben, so weit auseinander, dass Weselaner die politische Arbeit in Neukirchen-Flüen weniger beurteilen können, wie auch wir in Neukirchen-Flüen die Arbeit der Kollegen in Wesel nicht bearbeiten können. Und so kommt es einfach dazu, dass wir unmittelbar während der Ausschusssitzung und Ratssitzung an die Presse rangehen, mit den beiden bei uns vertretenen Redakteuren sprechen, von jeweils 2 Zeitungen, das ist die RP und NRZ. Und wir haben sehr gute Erfahrungen damit gesammelt und kommen von den Düsseldorfer Beschlüssen der RP und von den Dortmunder Beschlüssen der NRZ weg. Sie berichten über uns und das nicht in unerheblichem Maße. Kannst du sagen, zu welchen Themen? Die Thematik fing bei uns an mit Fracking, dass wir einen Antrag in den Rat eingebracht haben zur Resolution über Ablehnung weltweiten jeglichen Frackings, der ist einstimmig angenommen worden. Wir haben jetzt zur Flüchtlingsproblematik einen Beschluss gefasst, dass wir Standards formulieren, ausgehend von der Mindestquadratmeterzahl bei der Unterbringung für unsere hilfesuchenden Menschen. Die Geschichte mit dem Hygieneplan einstimmig angenommen worden, dass die Verwaltung für die Flüchtlingswohnheime Hygienepläne endlich mal öffentlich machen. Und das sind schon wirklich gute Sachen. Und darüber hat die Presse bei uns mindestens mit 1/3 Seite berichtet. Nur von Piraten. Also die andere Fraktionsseite ist da mal ein bisschen außen vor gelassen worden. Fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Okay, danke. Es ist noch was da. Ja, Julia, vielen Dank erstmal, dass du den Slot hier anbietest und uns da ein bisschen vielleicht hilfst, vorwärts bringst und so weiter. Ich bin Manfred Schramm.
Ich bin Ratsmandatsträger und gleichzeitig auch Kreismandatsträger. Rede jetzt aber hier in meiner Rolle als, 2 Jahre lang war ich stellvertretender Pressesprecher des Kreisverbandes Wesels. Nachdem unser erster Vorsitzender, der damals auch Pressesprecher war, so ein bisschen die Aktivitäten eingeschränkt hat, habe ich den Pressesprecher jetzt geerbt. Mache das seit, ich würde sagen, Ende 2013, ich habe es nicht genau im Kopf. Und versammle da quasi die Berichterstattung für den Kreisverband und für die Tätigkeiten im Stadt- wie auch im Kreis, Stadtrat wie auch im Kreistag in Personalunion, was durchaus förderlich ist, weil ich natürlich über die Zeit hinweg, aber auch weil ich vorher schon in, ich sag mal, in die städtische Gesellschaft, zumindest der Stadt Wesel, recht gut eingebunden bin, weil ich in einigen Vereinen tätig bin und. Vertraut man dem, was ich sage, in Anführungszeichen, und weiß, dass ich für Piraten stehe, aber auch die konkreten politischen Themen halt bespreche. Insofern ist die Frage, mit welchen Themen erscheint ihr medial, gar nicht so einfach zu beantworten. Weil natürlich, was gerade Ambach ist, was im Rat gerade besprochen, verhandelt wird, vielleicht gerade heiß kocht, findet Eingang in die Presse. Dann finden wir auch Eingang, weil ich weiß, dass ich mich dazu äußern muss und auch gehört werde. Wichtig dabei ist meiner Meinung nach, dass man zu den Pressevertretern durchaus ein Verhältnis aufbaut. Das heißt, ich muss keine Freundschaft mit dem entwickeln, aber ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten am, jetzt muss ich überlegen, Mittwoch, Donnerstag eine Sozialausschusssitzung, zu der ich hinfuhr mit dem Auto. Während meiner Hinfahrt habe ich 3-mal einen örtlichen Pressevertreter, der mit dem Fahrrad dahin fuhr, überholt. Ich überholte den, stand wieder an der Ampel, der überholte mich wieder, ich überholte ihn wieder und so weiter. Und das Erste, was ich dann vor der Ausschusssitzung zu ihm gesagt habe, war, ich sage jetzt einfach, ne, den Namen sage ich jetzt nicht, Herr, sage ich, ich habe das genossen, Sie 3-mal überholen zu können. Er guckt so doof, was will er jetzt mit Fahrrad, Auto, was weiß ich. Sag ich, nee, das sah wunderschön aus, weil Ihre Haare flattern im Wind. Das war ein wunderschönes Bild. Ne? Da fühlte er sich immer noch pikiert und ich konnte ihm dann aber zur Kenntnis bringen, das war jetzt ernsthaft, wohlwollend und freundlich gemeint. 2 Tage später haben wir zu einem Sozialausschuss im Kreistag Wesel einen Beitrag in der Zeitung, der arbeitet für die Rheinische Post, gehabt, ungefähr 50 Zeiler. 26 Zeilen davon sind Piratenthemen mit zweimaliger namentlicher Nennung meiner Person gewesen. Kurz nur darauf hin, was so ein bisschen dieses Miteinander, dieses Socializing auch in die Richtung gehend betrifft. Wir haben bis zur Bundestagswahl genau diesen Blog RP aus Düsseldorf genauso erlebt. Da habe ich also von Chefredakteuren in der Lokalredaktion, ich sage jetzt nicht welche, tatsächlich die Bestätigung bekommen, ja, wir haben die Anweisung von oben. Was wir nicht berichten müssen, im Sinne des Chronisten, berichten wir nicht über die Piraten. Das hat sich seitdem massiv geändert, weil wir einfach auch mehr auftreten, weil wir halt jetzt auch im Stadtrat stattfinden, weil wir im Kreistag stattfinden, weil wir augenscheinlich wichtiger geworden sind. Grundsätzlich würde ich sagen, Pressearbeit bei uns im KV, abgesehen jetzt von den einzelnen Situationen in Neukirchen, Flüen, in Hamminkeln ist es auch recht traurig, es ist eine andere Stadt, eine andere Kommune im Kreis, die ist nicht schwarz, die ist nicht weiß. Es gibt also Situationen, die sind positiv, da würde ich durchaus sagen, das ist recht einfach. PM schreiben, kurz mal zwischendurch vielleicht auch mal ein Telefonat führen, um ein bisschen das, die PM auch zu begleiten, weil wenn ich eine PM schreibe, weiß ich selber, ich bin in meinem Denk- und Dunstkreis und schreibe vielleicht etwas, was mir völlig klar ist, aber vielleicht nicht einmal dem Redakteur klar ist. Deshalb gehe ich gerne hin, eine Stunde, nachdem ich das Ding rausgejagt habe, oder 13.20 Uhr, weiß ich, sammeln die sich nach dem Mittagessen oder nach ihrem Vormittagsjob in der Redaktion. Kurz vor der Besprechung spreche ich den Redakteur an und sage, hören Sie mal, haben Sie gesehen? Ich hatte ihn, ja, habe ich schon gesehen. Wollen wir eben kurz? Ja, reden wir eben drüber. Und dann klären sich schon mal noch Unklarheiten, die ich vielleicht in meinem Text übersehen habe. Also mein Name ist Dietmar Schwind. Ich bin Kreistagsmitglied im Kreis Düren. Bei uns ist die Sache in der Hinsicht besonders, weil ich bin Mitglied in einer Fraktion, die nicht Piraten im Namen hat. Ich bin mit der UWG zusammen, die für sich eine Fraktion wäre. Habe mich da zwar inzwischen zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden hochgearbeitet durch Vertrauensgewinn, aber Pressearbeit ist da in der Hinsicht schwierig, weil den Namen Presse, Piraten ignoriert die Presse dann sofort. Ich schreibe bei mir natürlich immer bei, ich bin Pirat, aber dann steht dann immer für die UWG. Noch nicht mal für die
gemeinsame Fraktion etc. Es geht einfach unter, wenn wir überhaupt beachtet werden. Ich kann sogar sagen, wenn hier Leute sagen, die Piraten werden nicht beachtet, die kleinen Parteien werden generell nicht beachtet. Auch wenn da nämlich UWG draufsteht, wenn das nicht gerade ein Thema ist, was irgendwie unter den Nägeln brennt, ist das Label fast egal. Es wird einfach nicht erwähnt, dass die kleineren Parteien da auch eine Meinung zu haben. Es werden nur die Großen erwähnt. Der Landrat hat gesagt, die SPD hat gesagt, aus. Rest fällt unter den Tisch. Also nicht immer meinen, wir Piraten sind da die Großbenachteiligten. Wir müssen da einfach tatsächlich, wie eben schon mehrfach gesagt wird, Vertrauen aufbauen und teilweise vielleicht auch ein bisschen professioneller werden. Dann merke ich natürlich bei mir auch, wir haben jetzt noch einen Pressepiraten in Anführungszeichen, der es neben dem Job auch macht. Und wenn der ausfällt, ist da gerade gar keiner, der noch über eine Mail mal drüber gucken könnte. Da braucht man tatsächlich vielleicht einen Pool von Leuten auf Landesebene, die uns da jederzeit zur Verfügung stehen. Da sollten wir also tatsächlich auch mehr kommunizieren, noch wer da zur Verfügung steht, damit dann auch Mails zeitnah rausgehen an die Presse. So, wer möchte weitermachen? Danke. Ich setze mich einfach dazu. Ja, Said Başkaya, Mitglied der Piratenfraktion in Aachen. Ich war vorher auch als Einzelratsmitglied noch drin und habe halt quasi beide Seiten miterleben können. Ich hatte damals schon den Eindruck, dass wir als Einzelratsmitglied so nicht so wahrgenommen wurden in der Pressearbeit, habe mich dann immer damit ein bisschen ruhig gestellt, dass ich gesagt habe, okay, nur die Fraktionen werden in der Presse erwähnt. Aber mittlerweile habe ich den Eindruck immer noch, dass wir als kleine Fraktion manchmal untergehen. Es gibt dann auch die Situation, wo alle namentlich genannt werden, also die Linke, Grüne, mit dir und der Person. Und wir werden dann einfach fallen unter den Tisch. Aber das wird wohl hoffentlich mit der Zeit dann auch kommen. Wir haben das ja auch in dem anderen Slot heute Vormittag schon ein bisschen gesehen. Was die Pressearbeit allgemein anbelangt, wie gesagt, als Einzelratsmitglied hatten wir halt viele Ehrenamtler, die das dann in einem Presseteam sozusagen gemacht haben. Da hat jemand etwas vorbereitet und dann mit so einer SMS-Meldung wurden dann die Leute dazu dann aufgerufen, dann noch schnell dran zu arbeiten, vor allem wenn es gebrennt hat. Mittlerweile haben wir Mitarbeiter, das kann ein Fluch und auch, als auch ein Segen sein, weil die Ehrenamtler sagen, ja, ihr habt ja Mitarbeiter. Dann werden die Mitarbeiter schön ausgelastet. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich so, es ist immer anders, wenn andere Sichtweisen dann auch mit reinkommen und nicht nur immer von den Mitarbeitern, wie dem auch sei. Das ist halt der Punkt, den ich gerne noch erwähnen möchte als Neuen. Hi, ich bin Jess, auch wenn mich viele kennen, ich komme eigentlich aus Berlin, bin auch Mandatsträgerin. Wir hatten das ganz am Anfang, Pressearbeit. Das, was wir brauchen, ist erstmal so ein How-to-PMs, How-to-Blogartikel. Denn ein gutes Verhältnis zu Pressevertretern heißt auch, dass wir qualitativ hochwertige Arbeit abliefern. Wenn wir ein paar Mal eine schlechte PM irgendwo den Pressevertretern schicken, dann lesen sie nachher unsere E-Mails nicht mehr, dann lesen sie die nachher nicht mehr. Genauso wie wenn wir 5 Stück an einem Tag schicken zur Redaktionskonferenz. Die haben keine Lust mehr, sich alles durchzulesen. Wir müssen uns überlegen, was ist für diese Redaktionskonferenz das wichtige Thema? Was schicken wir jetzt gerade hin? Und dann bitte auf PET Arbeitsabläufe achten. Wer guckt noch mal drüber, noch mal ein zweites Paar Augen, Lektorat dahinter, was sind die Abläufe? Die Leute, die Ahnung haben davon, wie man Pressemitteilungen und Blogartikel schreibt, haben aber nicht unbedingt immer die Themen. Da brauchen wir die Zusammenarbeit mit den Piraten vor Ort. So, wen haben wir in den Parlamenten, wen haben wir als Interessenten, als Helfer in der Partei, die irgendwo auch mit Themen liefern, die sich teilweise auch gar nicht trauen, weil sie nicht wissen, wie schreibt man so einen Artikel, dass wir da auch drauf achten, auf die Ausbildung, so wie liefert man sowas ab? Es sind Themen, wo wir mit, Exotenthemen oder wo man auffällt. Themen, da nimmt man die Piraten nicht so ernst wie Straßenumbenennung oder Unisex-Toiletten, dann können sie ein bisschen über uns lachen, uns klein machen, keine ernsthaften Themen. Oder sowas Piratentypisches, was man mit uns assoziiert ist, denke ich, immer noch was, wo man in die Presse kommt. Aber wenn man erstmal ein gutes Verhältnis hat und dann auch Leute hat, die sich trauen, die mit dem Thema dann auch länger verbunden werden, denke ich, können wir da erfolgreicher werden. Also einzelne Personen, die halt, der steht für fahrscheinlosen ÖPNV,
ÖPNV. Wenn wir da jemanden haben, den wir immer wieder vorschicken, dann wird er auch eher gefragt. Ja. Keiner will mir was sagen. Wie ist es auf der anderen Seite? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe gerade geguckt, das ist noch nicht zu lange. Also genau, einfach sagen, wo seid ihr her und was sind die Themen mit dem, und wie kommt ihr in die Presse oder kommt ihr nicht in die Presse? Hallo, ich bin der Jürgen Asbeck. Ich bin Timecodex auf Twitter. Ich bin im Bundespresseteam und hier in NRW stellvertretender Pressesprecher. Und ich höre mir das gerne an, was ihr alles zu sagen habt. Es gibt im Bund im Augenblick die Überlegung, dass wir eine neue Lektorenliste aufmachen, dass wir da Lektoren haben, die Beiträge lektorieren. Das müssen wir schauen, dass wir das in NRW auch machen. Der Puroda ist ja schon im Team, der macht das auch, sehr gut. Und da können wir mehr von gebrauchen, die dann halt im Prinzip mit reingehen in Pressemitteilungen und die überarbeiten auf Typografien, auf sprachliche Dinge und so weiter. Wichtig, wie eben Jessica auch schon sagte, den Fachinput müssen immer die einzelnen Politiker liefern, die in den Stadträten sitzen oder hier Paki zum Beispiel im Land. Zu der Frequenz der Pressemitteilung kann ich sagen, im Bund ist das eine Zeit lang so gemacht worden, dass sie da 3 am Tag rausgeschickt haben. Das geht überhaupt nicht. Also mehr als 3 die Woche ist totaler Mist. Und wenn, dann doch bitte mit aktuellem Bezug, also Dinge, die wirklich in dem Augenblick wichtig sind. Wichtig auch, wenn ihr eine Pressemitteilung habt, besetzt ein Thema mit einem Kopf. Das ist eben auch schon gesagt worden. Also macht es sichtbar. Habt jemanden, der für dieses Thema steht, dem die Leute das auch abnehmen. Also kann ich nur sagen, ist sehr wichtig, würde ich so machen. Also viele Dinge, die ihr sagt, werden wir sicher mitnehmen und gucken, wo wir da irgendwas machen können. Wir wollen im Bund sehen, dass wir so eine Art Autorenpool auch aufmachen. Wir haben verschiedene Einzellandesverbände, wo die Pressearbeit wirklich auf dem Zahnfleisch läuft, wo da wirklich noch 1, 2 Mannekes sitzen. Das geht nicht, denen muss man helfen, die müssen arbeiten können und das ist natürlich in der kommunalen Pressearbeit auch so. Ja, mein Name ist Bernd Scholand, AK Scholli, dem einen oder anderen vielleicht auf NRW-Ebene bekannt. Ich komme aus Bielefeld, bin dort im Vorstand, im Beirat für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, seit jetzt im 3. Jahr. Und ich muss sagen, am Anfang war es auch so, dass wir uns erstmal zusammenraufen mussten, beziehungsweise eine Liste erstellen, an wen wir die Pressearbeit, Pressemitteilungen rausgeben. Dann habe ich, wir haben Beauftragte, wo ich das große Glück habe, dass Michael Gugart einer von diesen Beauftragten ist. Der wird da mit Sicherheit gleich noch was zu sagen. Das heißt, er ist sehr fleißig und macht selbst viele Pressemitteilungen. Ansonsten aus dem Vorstand raus. PMs besprechen wir in der Regel gemeinsam. Oder einer schreibt vor und die anderen lesen dann nach Lektor. Inzwischen ist es auch so, dass die Presse auf uns zukommt. Ich kann zum Beispiel sagen, wir hatten jetzt letztens die OWL-MV. Da hat mich der WDR angerufen und ich habe dann mit denen einen Termin vereinbart für den nächsten Tag und einen telefonischen Interview gegeben. Ähnlich läuft das auch mit der kommunalen Presse, Neue Westfälische Westfalenblatt. Die Redakteure, die kommen auf uns zu inzwischen. Haben erfahren über die Pressemitteilung oder sonst wie und rufen uns an und bitten um ein Interview. Welche Themen sind denn bei euch so virulent? Alles, was kommunal anfällt, was im Rat anfällt, dann gibt es bei uns. Womit werdet ihr zitiert besonders gut? Oder werdet ihr einfach, habt ihr so viel Output, dass ihr auch mit allgemeinpolitischen Themen wie Bildung oder sowas zitiert werdet? Oder sind das schon eher so Piratenthemen oder Exotenthemen, wie Jessica sagte? Ja, Piratenthemen in dem Sinne, das ist relativ für mich. Wir haben zum Beispiel einen Arbeitskreis kommunal, wo auch Themen ausgearbeitet werden, die nicht nur im Rat angesprochen werden, sondern die auch parteiintern von Belang sind. Ne?
Ja, ich bin der Thomas Hegenbart, Ratsmitglied in Köln. Vielleicht noch was ergänzend zu der Thematik innere Struktur, Presseteam, Pressesprecher. Da haben wir sehr zwiespältige Erfahrungen. Das hängt auch damit zusammen, dass ein Team oder ein Pressesprecher oft auch so eine Eigendynamik entwickeln, manchmal eine inhaltliche Eigendynamik, dass das manchmal zu Problemen führt, was die Aussagen, die inhaltlichen Aussagen betrifft, die dann im, ich sage jetzt mal, den Extremfall vielleicht nicht mit einer KV-Vorstand- oder Gruppenentscheidung sich deckt. Das kann durchaus mal passieren. Da sollten wir, also das ist so eine Sache, das hatten wir in der Vergangenheit ab und zu mal. Das führt dann auch zu so persönlichen Unstimmigkeiten, die eigentlich nicht sein müssen, wenn gewisse Dinge im Vorfeld geklärt sind. Das andere ist, wir haben in Köln ganz gute Presse. Ich habe ja vorhin in dem Slot, den ich vorhin mit dem Michael zusammen hatte, auch ein paar so Pressemitteilungen. Wir kommen relativ viel rein. Das liegt aber auch daran, dass man die persönlichen Kontakte, also die klassische Kontaktschiene, nicht vernachlässigen darf. Das heißt also wirklich nicht nur auf online verlassen, sondern diese Leute auch anrufen, mit denen sich mal treffen, auch mal ein Bier trinken gehen. Ich übertreibe jetzt mal oder auch was anderes, wenn es nicht, was nicht alkoholisches, wenn es denn sein muss. Das ist wichtig. Also das darf man, gerade auch dieser jahrelange Aufbau von solchen Kontakten ist sehr wichtig. Unsere Presselandschaft ist ein bisschen größer in Köln, aber zu den Großen wie Express. Dann, der Babak ist jetzt gerade draußen, aber der hat es angesprochen, das Thema, dass sobald eine Gruppe oder Fraktion mandatiert ist in so einer Stadt, dass das ein bisschen den Fokus auf die richtet und weniger auf den KV. Das ist aber auch verständlich. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, auch mal die anderen Parteien anzugucken, wenn man mal, und ich lese ja im Pressespiegel auch viel, dort steht 80-90% fast ausnahmslos eben, wenn es um kommunale Nachrichten geht, die Mitteilungen oder die Persönlichkeiten aus den entsprechenden Fraktionen oder Gruppen. Deswegen sollte sich das ein KV nicht zu sehr ans Herz oder ans Revier hängen, dass er da auf einmal so wenig wegkommt, sondern das ist nachvollziehbar, weil eben in den Räten und Bezirksvertretungen oft Entscheidungen getroffen werden, die wichtiger oder, was heißt wichtiger, die für einen Pressevertreter wichtiger erscheinen. Das ist der Grund. Ja, so ist es manchmal, aber gut, das ist wieder eine andere Baustelle, die können wir vielleicht gleich noch besprechen, genau. Ja, das war es eigentlich, danke. Ja, das wäre schön, wenn wir mit allen reinkommen, aber ich habe vorhin mal alleine 8-9 größere Schlagzeilen aufgemacht und hier dargestellt. Wir kommen schon relativ viel rein, aber das liegt, wie gesagt, auch an dem jahrelangen Aufbau von diesen Kontakten. Wir kennen den Baumanns, das ist der Chef im Express, Frankenberg, Kommunalabteilung, Stadtanzeiger und noch ein paar andere Dams und wie sie alle heißen, sagen euch nichts. Die kenne ich zum Teil von, ich beziehungsweise andere zum Teil von früher, ja. Das geht nicht, zum Teil nicht anders. Deswegen auch da an der Stelle, sowas dauert manchmal einfach ein bisschen. Ja, eine Ergänzung jetzt noch zu Bernd, der aus Bielefeld berichtet hat, weil ich das ja im Prinzip mitmache als Ratsmitglied, denn sowieso auch von Ratsgruppenseite, nicht Parteiseite. Ich glaube, der Grundsatz, der immer ganz gut funktioniert, ist, weniger ist mehr. Ich sehe so aus einigen Kreisverbänden, dass da ein unglaublicher Output an Pressemitteilungen irgendwie rauskommt. Ich frage mich dann auch teilweise inhaltlich, was soll das? Ich versuche mich dann da rein zu versetzen als Journalist, was soll ich damit jetzt machen? Was kann ich da berichten? Nicht nur, dass die technisch denn manchmal schlicht und ergreifend mangelhaft sind, aber das ist zu viel. So viel gibt es auch über die SPD oder CDU dann nicht zu berichten. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Dann lieber qualitativ irgendwo rangehen. Und ansonsten möchte ich auch bekräftigen, ja, die persönliche Bekanntschaft ist sehr wichtig. Das haben wir gerade aktuell so ein bisschen gehabt. Im Nachgang einer Ratssitzung haben wir es dann bei uns zum Beispiel auch hingekriegt, dass ich dann mit einem Journalisten nochmal gesprochen habe, und also nach der Ratssitzung, und mit einmal kam ein sehr differenzierter Artikel zu einer problematischen Situation dann heraus. Also der persönliche Kontakt, der schadet nicht, gar keine Frage. Man kann sich da durchaus mal zusammensetzen, und das ist keine Korruption und kein gar nichts, das ist vollkommen normal. Miteinander reden. Gut. Möchte noch jemand was sagen, sonst mache ich erstmal weiter. Jo. Ja, also ich habe mir, dann gibt es natürlich, erstmal geht es um die Pressemitteilung. Da habe ich gedacht, dass es gibt mehrere verschiedene Formen. Also viele von euch kennen vielleicht die übliche Pressemitteilung, da habe ich gleich auch noch ein Beispiel. Kann ich ja mal zeigen. Ja, also man schreibt dann da so ein längeres Zitat hin und hofft, dass der Journalist sich da was aussucht. So kann man das machen.
hierbei, aber da gehe ich jetzt gleich näher drauf ein. Also das kann man doch ganz gut erkennen, oder? Wie das so ist. Gut, also man hat eine Überschrift, man hat so einen Einstieg und dann hat man dieses hierzu erklärt, bla bla bla, natürlich mit einem Amt dabei, wer das eigentlich ist. Und dann geht es halt los mit dem Zitat. Weiter unten sieht man dann noch, da sind dann noch Zusatzinformationen dabei, damit erstmal der Presse gezeigt wird. Also wir sind schon länger an dem Thema dran. Und dann natürlich unten eine Telefonnummer. Das ist aber natürlich nicht die richtige Telefonnummer. Da habe ich mir eine ausgedacht, damit ihr alle jetzt nicht sofort Carsten anruft. Dann habe ich mir für die Piraten in Bonn so ein Layout ausgedacht. Also das Logo ist nicht von mir, aber eben, dass das immer gleich aussieht, dass die Leute sich dann da so ein, das schon dran gewöhnen. Und dann verschicke ich das immer als E-Mail inline. Und dann schreibe ich da noch eine kurze Anrede dazu. Also es ist immer sehr höflich, wenn man auch eine Anrede verwendet. Ich weiß nicht, wie viele Leute das von euch machen. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie unsere Pressemitteilung. Und dann schwuppdiwupp, nur Text, das in die E-Mail. Und das mache ich dann nochmal als PDF, damit die sich das ausdrucken können. Also man muss ja auch immer dran denken, wie wohl die Journalisten drauf sind. In konservativen Blättern wird eben noch alles ausgedruckt, wie bei der CDU im Bundestag. Ne? Also deswegen ist das ganz gut, wenn man dann noch ein schönes PDF dabei tut. Genau. Dann hatte ich da noch eine ganz gute Form, mit der man auch immer dann auch, wenn man was Wichtiges hat, ist das Kurzstatement, wo man nur was ganz Kurzes verschickt und das Allerwichtigste, na gut, das ist jetzt von der Formatierung jetzt vielleicht nicht das Beste, also das Wichtigste ist da unten, einfach nur der Kopf muss ab zu einem Sachverhalt, dann eben ganz kurz nur was rausschicken, das kann man auch mal machen. Und was auch vielerorts ganz gut ankommt, ist so ein vorgeschriebener redaktioneller Text. Da habe ich jetzt kein Beispiel für, aber so etwas, was das gibt es wirklich, also das machen auch größere Zeitungen dann mal. Frankfurter Allgemeine Zeitung Lokalteil hat mir zum Beispiel ein Freund erzählt, der für die Aidshilfe Frankfurt arbeitet. Der schreibt dann ganz gern so einen vorgeschriebenen Text, der ist wie so ein richtig ein journalistischer Artikel und wenn der bei den Leuten reinpasst, dann machen die einfach Copy und Paste und übernehmen das. So, was habe ich jetzt? Kannst du mal kurz eine Frage? Ja. Weil ich auf einem anderen Seminar auch schon mal gelernt habe, man soll Pressemitteilungen nicht grundsätzlich so schreiben, dass sie als Naja, das kann man ja so oder so machen. Pressemitteilungen haben ja unterschiedliche Funktionen. Also wie gesagt, wenn du unbedingt willst, dass dein eines Statement da reinkommt, dann würde ich es eher als Kurzstatement verschicken, wenn man auch nicht so viel Zeit hat. Und ansonsten weiß man, also ich weiß zumindest nicht, welches Zitat Sie am liebsten wollen, sodass ich Ihnen auch ganz gerne auch mal ein bisschen was Längeres anbiete. Und also ich mache das nicht immer so, dass ich das so als Artikel schreibe, aber man kann es auch immer so machen. Also ich verschicke eigentlich immer, also ich find halt auch diese Dinger, wo Sie sich irgendwas rauszitieren können, auch nicht so aufwendig jetzt. Also ich finde das stressfreier. Ja. Ich schreibe gerne lange Texte, aber in der Art, dass man da wirklich Einzelpassagen rauskopieren kann und kombinieren kann. Also so wirklich so ein Baukasten, wo wenn wenig Platz zur Verfügung ist, trotzdem mit wenig Aufwand irgendwie Texte zusammen kombiniert werden. Also genau, dass man so drei Absätze hat, die jeder für sich rauszitiert werden kann. Also ich finde es auch nicht echt, ja. Ja, ich begreife tatsächlich so Pressemitteilungen so ein bisschen so wie Anträge im Stadtrat. Das heißt, man hat den Beschluss und man hat die Begründung dazu. So ist das so ein bisschen. Der Beschluss ist in aller Regel deutlich kürzer als die Begründung. In der Begründung kann man viel Lyrik noch reinbringen und Hintergrundinfos, wie es da ja auch steht. Ist vollkommen korrekt, aber das kurze Knackige, das muss tatsächlich da sein. Und wenn man sich das so vor Augen führt, ich halte das nicht für verkehrt. Gut, genau, wir können ja jetzt auch ein bisschen... Okay. Aber wie macht ihr das so? Verschickt ihr die als E-Mail? Oder es gibt ja auch noch Leute, die das über das System des Landesverbandes verschicken. Wenn es wieder funktioniert. Das ist kaputt. Genau. Ja, da wollte ich was sagen. Ja. Clever Reach, wann? Clever Reach ausrollen auf alle KVs. Was meinst du? Was ist Clever Reach?
CleverReach ist ein Presseverteilsystem. Das benutzt der Bund und der Landesverband jetzt auch. Das ist relativ neu. Das hat für uns den alten Presseverteiler abgelöst. Das ist ein System, wo man diese Pressemitteilung einstellen kann. Soll ich das gleich mal weitergehen? Danke dir. Also die Leute, die in der Pressearbeit in den KVs und VKVs bisher tätig waren, haben ja zum größten Teil das Verwaltungsportal genutzt. Da gab es ja ein Presseverteiler-Tool. Das ist jetzt hinfällig, da das Verwaltungsportal abgeschaltet wurde. Wir bieten das im Prinzip ab sofort an. Also der KV Bochum zum Beispiel hat es schon. Das läuft über die Bundes-IT. Wenn ihr es schnell haben wollt, kontaktiert mich. Ich besorge euch einen Zugang. Wenn ihr Zeit habt und noch warten wollt, ihr könnt auch bei der Bundes-IT direkt über ein Ticket anfragen. Die haben allerdings im Moment relativ viel zu tun und der Boris hat mir gesagt, wenn da ein KV ist, der gar keine Möglichkeit hat, irgendwie Presseverteiler zu verwalten und dem das in irgendeiner Form zu schwierig ist, das irgendwie über BCC da in den Mail-Client zu schmeißen, dann soll ich Bescheid sagen, dann richtet er das auch schneller ein. Aber ich sag mal so, wenn es wirklich dringend ist, kommt auf mich zu. Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Ist das ein Presseverteiler, der, da habt ihr zentral die Adressen schon gesammelt? Nee, das ist so, du hast eine Oberfläche, wo du quasi HTML und Textmail selber formatieren kannst. Das heißt, kannst dir das vorstellen wie so ein kleiner Web-Editor. Und da werden halt die Presse-Kontakte reingelegt, also als Gruppe gespeichert. Das kannst du über eine CSV-Datei ganz einfach importieren. Und dann hast du halt dann die Möglichkeit, das einerseits auch zu archivieren. Du hast die Möglichkeit, dass es direkt auf einer Webseite bereitgestellt wird. Da ist halt auch so ein Text, können Sie diese E-Mail nicht lesen, dann klicken Sie bitte hier. Dann hast du halt auf piratenpartei.de mit so einer eigenen Subdomain diese Pressemitteilung stehen. Das ist insgesamt einfach sehr komfortabel und erspart dir halt immer wieder die Arbeit, irgendwie den Presseverteiler neu zusammenzulegen. Du kannst so ein anonymes Tool zur Auswertung, wie viele Leute haben sich die Pressemitteilung angeschaut, wie viele Leute haben auf die Links geklickt. Das kann man machen, das muss man nicht machen. Man kann auch noch ganz, ganz böse Sachen einstellen, aber das wird halt von Piraten nicht genutzt, aus Gründen. Jetzt ist Frank dran. Nee, hat sich denn jetzt erledigt? Ach so, gut. Ich wollte den eigenen Verteiler fragen, aber das hat Frank ja gerade gesagt, indem man natürlich was. Verteiler kannst du beim Flieger an. Genau, man kann, also wichtig ist natürlich, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich alle, aber ich sage es trotzdem nochmal, dass man die im BCC verschickt, wenn man die ganz normal als E-Mail verschickt. Ne? Ich habe auch für die Kommunalpiraten Bonn eine extra E-Mail-Adresse angelegt, mit der ich das verschicke und dann tut man da einen seriösen Namen hin, nicht irgendein Quatsch. Man kann auch die eigene E-Mail-Adresse nehmen. Genau, ja. Wie kommt man die an den Verteiler zum Verwaltungsportal? Den kriegt ihr, wenn ihr eine Mail schickt, an den Vorstand. Okay. Am besten an Verwaltung. Ja, okay. Dann schickt der Ralf Hornig euch den. Weil das, also dazu nochmal zum Verständnis, das Verwaltungsportal ist nicht in irgendeiner Form tot oder so, also die Software lebt, aber die ist eben nicht von außen nicht mehr zugänglich. Die wird aber weiter gepflegt vom Ralf, weil das für die Verwaltung natürlich sehr viel einfacher ist, auch diese Daten lokal halt zur Verfügung zu halten und auch weiter halt zu betreuen. Nur das war uns eben zu unsicher, das weiter am Netz zu lassen. Und das wird auch nur über einen VPN-Zugang erreicht vom Ralf. Also wenn ihr noch irgendwas habt, was ihr aus dem Verwaltungsportal braucht, schreibt den Ralf an, der gibt euch das. Okay, super. Ja, dann ist das ja auch geklärt, weil viele konnten dann auch wochenlang keine PMs verschicken. Aber die haben sich jetzt auch gekümmert, also zumindest von uns die Leute. Ach so, das sind jetzt Themen, aber das können wir vielleicht überschlagen oder später machen. Ich hatte mir gedacht, dass wir auch nochmal diskutieren, wie wir jetzt unsere Kernthemen, kommunale Netzpolitik und sowas und Datenschutz, dass wir da nochmal sammeln, wie wir da einfach die Piraten, also was man da kommunal so machen kann, aber das würde ich sagen, machen wir eher nachher oder gar nicht. Man sieht, man kann jetzt ja auch die Themen nicht erkennen, das ist das, was der Bundesvorstand da erfragt hat. Also zumindest kann ich für uns sagen, dass es echt ziemlich, ich finde es ziemlich schwierig,
da die Themen, Piratenthemen kommunal zu bearbeiten. Also wir haben es versucht mit so einer Anfrage zu NSA und wie die jetzt ihre Daten schützen, aber da muss man echt auch dranbleiben und gute Computerexperten auch haben. Aber es gibt, glaube ich, auch gute Beispiele aus anderen Kommunen, wo es besser läuft. Ach so, genau. Also das schließt natürlich schon an die Themen an, aber wir hatten ja in der Vorbesprechung hier, wie wir auf unseren Flipcharts jetzt sehen können, ja auch herausgefunden, dass Piraten auch zu anderen Themen zitiert werden als nur Internet und Datenschutz und so etwas, wenn man da aktiv dranbleibt. Also was natürlich, oder provokative Sachen ziehen natürlich auch immer, wie Jessica auch gesagt hat, ne, mit den Unisex-Toiletten oder bei uns im Cannabis, bei euch glaube ich auch genau im Cannabis. Das ist natürlich, das regt die Leute erstens auf und zweitens war es natürlich aber auch zeitlich ganz gut gewählt. Überschrift, verständlicher Text, da hilft es gut, wenn man eben nochmal dieses Vier-Augen-Prinzip anwendet. Also, dass man sich das wirklich verinnerlicht, dass man über die Sachen nach Möglichkeit nochmal jemand drüber lesen lässt. Guten Stil empfehle ich das Buch Deutsch für Profis von Wolf Schneider. Ist für Journalisten, aber kann man auch sonst sich reinziehen. Das ist so ein alter Knacker, aber dieses Buch ist ein Standardwerk. Ich kann es ja mal rumgeben. Und das, wenn sich jemand für guten Stil interessiert, hat man natürlich oft oder hat man ihn auch nicht, aber man kann da so ein bisschen lernen, was man vermeiden sollte und was Wörter auch bedeuten und was man mit ihnen auch erreichen kann, steht da auch drin. So, ganz wichtig ist eben auch der Zeitpunkt, wann verschicke ich die PM. Das habt ihr heute Morgen ja schon, oder diejenigen, die heute Morgen dabei waren, haben das schon gehört. Das hat mit dem Zweiten danach was zu tun. Also wenn man den Leuten, also ganz schlimmes Beispiel ist, dass bei mir wurde mal gestresst, als dass ich noch eine PM verschicken soll am grünen Donnerstag um 18 Uhr. Ne? Und also das ist völliger Bullshit, am grünen Donnerstag um 18 Uhr eine PM zu verschicken, weil am Karfreitag keine Zeitung rauskommt. Das muss man sich alles vorstellen. Journalisten sind immer, also Printjournalisten sind immer einen Tag davor. Das muss man eben bedenken. Also das, ja. Wenn die aber Freitag natürlich keine Zeitung rausgeholt, Samstag kommt aber wieder eine raus und die arbeiten dann immer an dem Feiertag nachmittags für den nächsten Tag. Also dann kommt man dann in den Samstag rein, wenn es was Vernünftiges ist. Ne? Genau, aber dann ist es einfach viel besser, das dann zu verschicken, wenn sie am Karfreitag in die Redaktion gekommen sind, damit sie es dann reinkriegen, weil sonst kommen sie eben in die, man muss sich immer auch in das Gegenüber versetzen. Also die kommen in die Redaktion, machen ihren E-Mail-Account auf, gucken da einmal rüber über die ganzen E-Mails und dann machen sie vielleicht auch erstmal auf gelesen. Ne? Und wenn aber die E-Mail reinkommt in einer guten Zeit, wo sie gerade rumsitzen, ein bisschen recherchieren, vielleicht für die Konferenz recherchieren, dann ist die Chance, dass es einfach bemerkt wird, höher. Ja? Also ich habe festgestellt, normale gute Zeit ist 11 Uhr vormittags. Wenn man bis dahin, wenn man sich selbst dieses Ziel setzt, bis dahin das rausgeben und wenn es noch ein gutes und wichtiges Thema ist, dass jeder Journalist möchte Schlagzeilen und wenn er merkt, das kann ich noch mit einbauen, dann ist Redaktionsschluss 17 Uhr. Ja, also genau, das ist immer unterschiedlich, wann die, oder möchtest du genau, du machst zuerst? Nee, ich hätte nur eine Frage, macht ihr auch bei kommunalen PMs mit irgendeinem Sperrvermerk, dass er also reinschreibt, nicht veröffentlichen vor so und so? Das habe ich auch mal gemacht, ja. Und zwar ich habe eine Rede verschickt vom Stadtverordneten und habe gesagt, es gilt das gesprochene Wort, Sperrfrist 18 Uhr. Da ging es, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging. Auf jeden Fall wurde das Thema dann auch abgesetzt. Aber genau, sowas kann man auch machen. Dann schreibt man da, man kann zum Beispiel, wie ich eben gesagt habe, eine Rede von seinem Stadtverordneten verschicken. Und dann schreibt man dahin, Sperrfrist 18 Uhr, das heißt, die dürfen das nicht vor 18 Uhr auf Online-Portale und so stellen. Also dafür ist das relevant. Für Print ist das natürlich nicht relevant, aber für Online ist das dann eben relevant. Und es wäre eben bei manchen Sachen blöd, wenn die Rede des Stadtverordneten, bevor er sie gehalten hat, dann schon im Internet ist. Ne? So, also das habe ich auch schon mal gemacht. ich lache einfach mal ganz laut. Eine Frage, ich meine, wann...
was für eine rechtliche Handhabe hat man denn dann dagegen, wenn sie es trotzdem veröffentlichen? Also wenn ich mir jetzt Aachen angucke, wir haben da ein Zeitungsmonopol, dem geht das sowas von am Arsch vorbei, was wir da machen. Und wenn der sagt, ich veröffentliche das jetzt, was sollen wir denn machen? Sollen wir dem keine Nachrichten mehr geben? Also dann sind wir noch toter als tot. Was hätte man denn dann? Soll man da, wie könnte man denn dann dagegen vorgehen? Nee, also ich würde ganz cool bleiben und eben auf die Geflogenheiten hinweisen. Also oft ist, also ich finde auch, da machst du einen guten Hinweis und das können wir später nochmal ein bisschen breiter diskutieren. Also ich finde, Piraten lassen sich oft so ein bisschen hin und her schubsen. Also nicht alle, aber häufig werden Piraten, lassen sich so ein bisschen hin und her schubsen, denken auch, dass, fühlen sich dann auch so ein bisschen verfolgt von Journalisten oder haben auch Angst, ne? Und das muss ja eigentlich nicht sein. Also ich würde dann ganz cool bleiben, auf die Geflogenheiten hinweisen, wenn ich den Journalisten das nächste Mal treffe, würde ich sagen, da hätten sie sich aber an unsere Sperrfrist halten können oder sowas. Also würde ich dann zudem so humorvoll sagen, das ist ja nicht so die feine englische Art. Ich würde nicht juristisch dagegen vorgehen, aber ich würde sagen, wir kennen die Regeln schon, wir wissen eigentlich, wie man miteinander umgeht und schade, dass sie es nicht machen. Also ich fand es, ja. Ist das jetzt eine Sekunde? Wenn du jemandem vorwirfst, dass er sich nicht korrekt oder menschlich korrekt vor allen Dingen verhält, dann ist das ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, vor allen Dingen, wenn du es in der Öffentlichkeit tust. Insofern, wenn du ihm sagst, ich weiß, wie man sich zu benehmen hat, sie scheinbar überhaupt nicht, es ist schade, dass sie sich von der Menschheit abgewandt haben, ist eine nette Aussage. Ne? Weil damit zeigst du ganz eindeutig, dass er sich nicht mehr korrekt verhält. Und wenn andere das mitkriegen, machst du ihn nieder. Wenn du das wirklich möchtest, ist das eine Möglichkeit. Du kannst es auch im Privaten erstmal machen und ihn dann darauf hinweisen, er könne ja auch gerne mit dir vernünftig zusammenarbeiten. Das ist so der Liebeweg. Wenn er darauf nicht anspringt, dann kannst du es trotzdem noch böse machen. Der Liebeweg hat den Vorteil, du könntest dann jemanden für dich gewinnen. Weil wenn er mitbekommt, dass du dich korrekt verhältst und ihn du höflich darauf hinweist, er soll es auch tun, hat er die Chance, eventuell vernünftig zu werden. Genau. Also einfach den Code lernen, den Politiker mit Journalisten pflegen oder des menschlichen Zusammenlebens. Also wenn man was verschickt und schreibt Sperrfrist 18 Uhr drauf, dann ist das eigentlich eindeutig. Und es ist völlig klar, dass die Person, die das vor 18 Uhr veröffentlicht, wo auch immer, da gegen die Absprache verstoßen hat. Und man kann natürlich auch darüber nachdenken, die aus dem Verteiler zu nehmen. Aber in manchen Fällen ist es eben nicht so gut, manche Leute aus dem Verteiler zu nehmen. Aber man kann die dann auch, man kann die darauf ansprechen und sagen, ja gut, dann schicken wir ihnen halt nichts mehr. So, also man, was eben, ja? Vielleicht noch eine Ergänzung. Also ansprechen, denke ich, ist auf jeden Fall sinnvoll und macht ja auch kein Problem, wirklich mal zu fragen, warum er sich nicht an diese Sperrfrist gehalten hat. Weil meistens muss schon ein Journalist sich dann auch irgendwie sinnvoll dazu äußern und denkt vielleicht dann auch mal drüber nach. Ne? Weil manchmal ist es auch einfach aus Versehen passiert und dann kann man das auch wieder dadurch gerade biegen, ne? Indem man eben ihn nochmal darauf hinweist, dass man das schon mit Bedacht gemacht hat. Und wenn man mit ihm gesprochen hat, wird er beim nächsten Mal das in aller Regel auch dann akzeptieren, wie man das, sind ja Geflogenheiten in der Pressewelt, um die es da geht. Ne? Kann man natürlich auch richtig schön dick dann draufschreiben. Genau, ganz wichtig, also die Journalisten kommen morgens so in ihre Redaktion, so zwischen 8 und 9 meistens, je nach Redaktionsschluss. Bei manchen Zeitungen, wo der Redaktionsschluss später ist, kommen sie auch später. Dann haben sie ihre Konferenz. Also bei der Taz hatten wir die Konferenz immer von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr und bei der Faz, glaube ich, von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Also ich würde Pressemitteilungen am ehesten so morgens um 9 verschicken, dass sie das vor der Konferenz noch sehen können oder um 8:30, weil dann können sie es, also sie kommen dahin, dann recherchieren sie so ein bisschen, lesen die Tageszeitung, dann gehen sie in die Konferenz und bei den meisten und dann werden eben die großen Themen besprochen. Wichtig ist es ja,
Das machen auch Online-Medien, ne? Die machen die Konferenz nur zu anderen Zeiten. Ich rede jetzt über diese Print-Redaktionsschlüsse. Dann reden die darüber, welche Themen wohl heute groß sind. Und da ist es dann natürlich schön, wenn man, wenn dann jemand sagt, naja, die Piraten haben eine interessante Presseerklärung geschickt, lass uns da mal drüber reden, wollen wir dazu was machen? Und da ist man dann natürlich schon gut drin. Oft ist dann so gegen 14 Uhr nochmal so eine Zwischenkonferenz bei den Printzeitungen, wo die nochmal schauen, was hat sich im Laufe des Tages getan. Aber genau, und es ist nicht sinnlos, PMs dann auch noch zu dieser Tageszeit zu verschicken, aber man muss natürlich wissen, dass Printjournalisten, je später es wird, desto stressiger geht es auf den Redaktionsschluss zu. Und manchmal ist es eben so, wenn sie was abgeschickt haben, dann schauen sie nochmal nach, aber das ist nicht bei allen Zeitungen so. Also deswegen rate ich wirklich dazu, Pressemitteilungen morgens zu verschicken. Ja. Genau, und so sieht er natürlich, also der hat natürlich viel mehr Stress und will es natürlich auch total einfach haben. Der ist nicht der große Schreiber, sondern wie ich vorhin schon mal sagte, der kopiert gerne auch mal einen ganzen Artikel, damit er seine Seite voll gefüllt kriegt, bis hin zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Regionalteil, die machen das auch. Also die Redaktion, da wird ja auch die Besetzung dünner, die müssen ihre Leute rausschmeißen und die haben ja auch immer weniger Zeit für die ganzen Sachen. Das muss alles schnell, schnell gehen. Deswegen, wenn man denen die Arbeit abnimmt, dann freuen sie sich sehr. Ach so, genau. Mit Journalisten gefahrlos und angstfrei reden können, das ist sehr wichtig. Also ich hatte, als ich Mitglied im Parteirat war bei den Grünen, auch immer sehr viel Angst, wenn Journalisten angerufen haben. Ich habe eigentlich nie ein vernünftiges Verhältnis zu Journalisten aufbauen können und wusste nicht so, wie das geht. Also, und habe immer mich total dann gestresst, wenn die anrufen. Also was man ganz einfach sagen kann als erstes ist, ich bin gerade in einer Sitzung, ich rufe sie, sobald ich fertig bin, zurück. So, und wenn es denen dann wichtig ist, rufen sie entweder nochmal an oder sie rufen nicht an. Man kann dann auch, wenn man so ein bisschen nachgedacht hat, was man jetzt eigentlich gerne sagen möchte, wenn man das zu dem Moment noch nicht wusste, wenn die anriefen, kann man dann auch sich dann was überlegen und kann dann die auch zurückrufen und mit denen eben sprechen, was man denen eben rüberbringen will. Also man kann natürlich auch, sobald ein Journalist anruft, da in das Telefon reinquatschen und ihm alles sagen, was einem gerade so durch den Kopf geht. Aber die Erfahrung zeigt eigentlich, dass das nicht immer das Beste ist. Also wenn es ein kritisches Thema ist, ja, also das ist auch bei uns in Bonn passiert. Also gut, unser ehemaliger Kreisvorsitzender hat dann erzählt, dass er beim letzten, der irgendwie so 60 ist oder so, hat dann erzählt, dass er beim letzten Landesparteitag einer der Jüngsten war. So, das stand dann natürlich auch so im Generalanzeiger. So, das ist nicht so toll, ne? So, deswegen besser nicht hetzen lassen, einfach sagen, ich habe gerade keine Zeit, ich rufe sie gleich zurück und dann sich eben seine Botschaft überlegen. Ja. Also die meisten Journalisten wissen, dass wir relativ neu im Geschäft sind und haben da auch Verständnis für. Mir ist das durchaus auch schon mal passiert, dass ich in der Aufnahme, wo ich wusste, dass es unter Zeitdruck, ich war total nervös, habe irgendeinen Quatsch daher geredet und der Journalist hat mich darauf hingewiesen, dass er das Ganze nochmal von vorne startet. Also ihr könnt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt gerade Bullshit erzählt oder ihr habt gestammelt oder man hat euch angemerkt, dass ihr unsicher wart oder dass ihr irgendwie das Wort nicht gefunden habt und das Gefühl habt, ihr fühlt euch damit nicht wohl, sagt dem Journalisten, Entschuldigung, ich habe mich verhaspelt, können wir nochmal von vorne anfangen. Das machen die mit in der Regel. Also wenn die ganz, ganz extrem unter Zeitdruck sind und sich dann dahingehend äußern, nee, geht nicht, sie hätten keine Zeit, dann sagt denen lieber, dann rufen sie mich bitte nochmal an, wenn sie ein bisschen weniger unter Zeitdruck sind. Weil ich fühle mich jetzt hier unter Druck gesetzt und unter dem Druck kann ich nicht vernünftig arbeiten. Dann müssen die auch reagieren und das tun die in der Regel auch. Also die sind dann auch nicht so frech, dass die euch da irgendwie über den Tisch ziehen wollen. Das wollte ich noch ergänzen. Gut, so kann man das natürlich auch machen, aber, Thomas, genau.
Genau, eigentlich würde ich ein Packchen ergänzen aus der Praxis, weil ich hatte das auch schon 2-3 Mal. Dann rufen die morgens, das machen die ja schon mal ganz gerne, um 7:30 wecken die mich dann. Ich schlafe schon mal ein bisschen länger. Und dann irgendwann, was halten sie jetzt davon, dass der Kreisvorstand zurückgetreten ist? Ich übertreibe jetzt mal. Und dann steht man da. Und das habe ich auch schon 1-2 Mal gerufen. Rufen sie mich nochmal in 2 Stunden an. Bin ich ein bisschen besser drauf. Dann kann man sich auch darauf vorbereiten und überlegen. Und das klappt in der Regel auch. Also das ist eine Geschichte aus der Vergangenheit. Nichts Aktuelles. Aber was wir... ja, aber was anderes vielleicht noch, was ein bisschen untergeht, was vielleicht für die großen Städte, aber auch für die Kreise interessant ist. Wir haben ja auch sogenannte Stadtteilbeilagen. Das heißt aber auch, die Zeitungen berichten manchmal, wenn sie denn im ganzen Landkreis oder im ganzen Kreis erscheinen, auch separat, haben so Beilagen, die sehr unterschiedlich sind. Jetzt kriege ich mal von Köln, da ist es so, wir haben noch eine Beilage, wir haben zwar einen kommunalen Teil, der ist jeden Tag drin, das ist klar, aber wenn es dann nur um den Kölner Norden oder sowas geht, erscheint der nochmal, ich glaube nur 1 oder 2 Mal die Woche. Der wird dann so als Beilage gezogen. Ich weiß nicht, wie es in Bonn ist oder wie es in den Kreisen ist, aber da haben die eine andere zeitliche Taktung, eine ganz andere. Da ist es jetzt so, da ist es wirklich so, da rief mich vorgestern noch, die Geschichte kennt Babak ja gar nicht, der vom Kölner Norden an zum Freifunk. Und da wollen wir doch mal eine längere Geschichte machen. Die haben oft Zeit, ganz anders, die haben ganz andere Zeitfenster. Mit denen kann man gut reden. Das sind übrigens auch die Leute, mit denen man ganz gut telefonieren kann. Weil die haben Zeit und dann machen wir mal, setzen wir uns mal die Woche zusammen. Weil oft dann, zwar ist es in der Bezirksvertretung des Freifunk schon entschieden worden, aber der möchte darüber einen längeren Bericht machen. Geht es auch um Leverkusen und solche Geschichten. Also das geht auch. Da weiß ich aber jetzt nicht, wie das in den anderen Städten aussieht. Ich kenne es jetzt nur von Köln und vom Erftkreis. Die haben, glaube ich, auch sowas. Okay, ja, ich wollte das, was Paki und Thomas gesagt haben, nochmal auf eine Allgemeingültigkeit ziehen irgendwo. Ich meine, grundsätzlich geht es darum, authentisch zu sein. Und zum authentisch sein, auch gegenüber dem Wähler, gehört tatsächlich auch mal zu sagen, ich weiß es in diesem Moment nicht. Die Tatsache des Live-Interviews im Fernsehen oder Radio, ich meine, wie oft kommt das vor? Klar, habe ich auch schon gehabt, aber wahrscheinlich jeder Mandatsträger mal irgendwie gehabt. Aber das ist höchst selten so, dass man, wenn man da Quatsch baut, wirklich ein Problem hat. Aber das passiert nicht. Der Normalbereich ist doch wirklich der Printjournalist, der anruft und nachfragt. Und wenn ich dem ganz ehrlich sage, kann ich gerade nicht beantworten. Zum Beispiel bei mir das Thema Bildung. Das ist nicht mein Spezialthema im Kommunalpolitischen. Da versichere ich mich, oder hole ich erstmal eine Rückversicherung oder sowas von demjenigen bei uns, der sich damit tatsächlich auskennt. Und das einfach ganz ehrlich und offen so sagen. Und dann ruft man da zurück eine Stunde später und da reißt einem keiner am Bein aus. Das ist einfach so. Was ich noch ergänzen möchte zum Thema Authentizität. Wir hatten ja so das ein oder andere Gate auch schon mal im Landesverband. Das wird euch mit Sicherheit auch schon mal passieren, dass irgendein Ratsherr oder ein sachkundiger Bürger oder vielleicht auch jemand aus der Landtagsfraktion oder aus dem Landes- oder Kreisvorstand irgendwas Dummes gemacht hat. Verfallt auch da nicht in Panik, seid authentisch. Das, was Michael sagt, kann ich nur unterschreiben. Ich hatte auch den Fall von einem Radiomenschen, der mich auf der Arbeit besucht hat, natürlich vorher gefragt hat, können wir Sie zu dem Thema befragen, aber ich habe halt in dem Zeitraum, bis er da war, überhaupt keine Möglichkeit gehabt, jetzt die Menge an Informationen zustande zu bekommen. Das war beim Daniel Düngel bei der Geschichte. Da war also die Fraktion noch in internen Beratungen und die Presse wollte halt zeitgleich von mir ein Statement dazu haben, wie ich das denn jetzt sehe. Und da habe ich auch gesagt, ich habe bisher noch keine Möglichkeit gehabt, mich mit der Fraktion kurz zu schließen. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, tut mir leid. Muss ich passen, kann ich jetzt auch nichts zu sagen. So, da sind die da mit 3-4 Leuten, Tonmann, Kamera, bla, angereist. Ich habe sowas in die Kamera gesagt. Und nach dem Interview sagte mir der Mann dann halt so, ja, sind wir leider umsonst gekommen. Ich so, ja, das hätte ich ihnen auch vorher sagen können. Die haben das dann auch nicht ausgestrahlt, ja. Aber es empfiehlt sich immer dann irgendwie mitzumachen und zu sagen, was man halt gerade weiß. Und nachher hat sich dann halt herausgestellt, dass auch die Fraktion dann der Meinung war, dass die das koordinieren und dass die da was zu sagen und wir das eher nicht kommentieren. Alles richtig gemacht, so. Das kann natürlich auch mal nach hinten losgehen, aber da müssen wir dann halt durch. Genau, jetzt hatte sich noch jemand anderes gemeldet. Also ich würde aber ganz schnell noch mal einhaken bei dem Mitmachen und immer sagen, was man weiß. Das ist natürlich nicht immer richtig. Zum Beispiel für die Bild würde ich eher raten, gar nichts sagen, ja? Gar nichts. Aber da können andere Leute auch vielleicht noch mal von anderen berichten, weil ich bin jetzt keine Expertin. Aber ich, ich bin gut gefahren mit der Bild, als die Bild mal bei mir anrief, dass ich einfach gar nichts gesagt habe, vielleicht geheult, aber ich habe immer nur mit der Frau geredet und gesagt,
warum arbeiten Sie für diese Zeitung? So, solche Sachen waren da. 10 Minuten hatte sie nichts. Und die hat halt die ganze Zeit versucht, mir so Honig um Bart zu schmieren und zu sagen, das ist Ihre Chance. Sie haben jetzt die Chance, in Ihrer Partei groß zu werden. Ihre Partei möchte gerne, möchte Sie jetzt schon klein halten. Sagen Sie, was Sie denken. Versuchen Sie, Ihr Thema jetzt hier groß zum Thema zu machen. Ja, so, das haben die zu mir gesagt. Ne? Und ich habe einfach der Bild einfach gar nichts gemacht und gar nicht mit ihnen zusammengearbeitet. Ein Freund von mir, der hat, also bei mir war das zum Thema Monogamie ist keine Lösung, also da war es eben bei dem Thema gut. Ein Freund von mir, der war in der Bild zum Thema Graffiti, der hat mal der DPA aus Versehen gesagt, dass Hausbesitzer das mal selber wegmachen sollen, wenn da ein Graffiti dran ist, was ja eigentlich, kann man ja eigentlich schon sagen. Also das war diese Zeit, als die Graffiti-Leute gerade mit Hubschraubern und Wärmebildkameras gejagt werden sollte. Da gab es in Berlin so einen Graffiti-Kongress, ungefähr 10 Jahre her ist das. Und der hat kooperiert, der hat der Bild nochmal frische Zitate gegeben. Der ist mit der Bild 3 Stunden durch Berlin gefahren, um schönes Graffiti zu finden, mit dem Ergebnis, dass sie das DPA-Interview wieder also da wieder Sachen rausgenommen haben von seinen frischen Zitaten, die natürlich viel weichgespülter waren, gar nichts. Dann haben sie das Foto von ihm genommen und da eine nicht gekennzeichnete Fotomontage gemacht. Also das hat überhaupt nichts gebracht, zu kooperieren, ne, mit der Bild. Genau, willst du auch was dazu sagen? Das war einer der Punkte, die ich auch sagen wollte. Ich wurde auch schon mehrfach von der Bild-Zeitung angerufen. Wir haben bei uns gesagt, wir sagen der Bild-Zeitung nicht, dass wir nicht mit ihnen reden. Weil dann wird man zum Beispiel als Einleitungssatz mit sowas, ja, wie viele Sozialleistungsempfänger haben Sie eigentlich in den Kommunalfraktionen, also in den Bezirksverordneten so angesprochen? Aber es ist auch gefährlich, wenn man nicht mit ihnen redet, dann suchen sie sich vielleicht irgendwas anderes. Suchen sie Tweets, suchen sie Mailinglisten. Steinigt nicht dann gleich eure Kollegen, wenn die dann irgendwas in der Bild-Zeitung haben, wo sie vielleicht nichts für können. Das ist auch sowas, wo ihr drauf aufpassen müsst. Wenn irgendwo Journalisten ankommen und die wollen eine bestimmte Sichtweise über die Piraten da was schreiben, dann schreiben die das. Und dann könnt ihr sie da nicht von abhalten. Und da mag der Pirat ein verdammt gutes Interview gegeben haben und die ganze Zeit über ein bestimmtes Thema geredet haben und sie schreiben trotzdem ihre Sichtweise, die sie vorher sich schon überlegt haben. Bitte geht da nicht gleich auf die einzelnen Piraten los, weil dann irgendwas Schlechtes in der Zeitung steht. Das kann jedem mal passieren, dass dann man auch irgendwo falsch dargestellt wird. Was ich noch mal sagen wollte mit den Kommunalzeitschriften, das ist für Kommunalpolitiker verdammt wichtig. Die ganzen kleinen Blättchen, die irgendwo ausliegen. So, guckt mal nach, was es bei euch so gibt. Da reinkommen ist gerade in den einzelnen Kommunen wichtig. Und wir hatten das vorhin mit irgendwie maximal 3 Themen pro Woche. Versucht da mit der Partei zusammenzuarbeiten, Themen groß zu machen, dasselbe Thema zu haben, in eurem Kreisverband, wie ihr auch in der Fraktion gerade habt, versucht das dann gleichzeitig über Social-Media-Kanäle rauszuhauen, dass ihr so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für das Thema auch habt und dann auch den Presseartikel wirklich abgedruckt kriegt. Denkt beim, es ist für Mandatsträger in der Regel nicht so furchtbar wichtig, weil das da nicht so sehr vorkommt, aber denkt dran, wenn ihr irgendwo zwischen Tür und Angel interviewt werdet, dass das sehr wahrscheinlich geschnitten wird. Mir ist es auf dem Parteitag passiert, dass ich ein Gespräch von 3 Minuten, 4 Minuten mit einem Journalisten hatte, das als Gespräch sehr sinnvoll war. Gesendet daraus wurden dann 2 Halbsätze und in der Mitte was rausgekürzt. Das Ergebnis, das, bitte? Der Heute-Show-Effekt. Ja, der Heute-Show-Effekt. Das Ergebnis, das war nicht Heute-Show, das Ergebnis war recht. Das ist ja die Idee dahinter. Ich sende das raus, weil es zu den Themen passt, die ich gerne rüberbringen will. Ja? Dann kann ich aus jedem Interview kann ich im Grunde das machen, was ich gerne senden will. Also, ne, ich meine, man muss natürlich damit rechnen, dass die Journalisten natürlich eine bestimmte Idee haben. Und das haben wir jetzt zum Beispiel, ich komme aus Ratingen, wir haben da auch ein Presseorgan, was da privatrechtlich organisiert ist und ganz besonders eben einer politischen Richtung da eben folgt. Und da kommen wir als Piraten auch relativ schlecht weg. Da muss man eben, ne, steht da Tropfen hüllt den Stein, muss man halt eben durch gute Arbeit muss man da eben versuchen, da eben auch eine gute Presse zu bekommen.
Aber ganz ausschließen kann man natürlich nicht, ja, dass die halt eben einen benutzen, ja, und dann eben doofe Sachen über einen schreiben. Ja. Nee, das kann man nicht. Also ich wollte eigentlich nur Paki so ein bisschen widersprechen mit diesem seid immer authentisch und sagt immer alles, was euch gerade so einfällt, also übertrieben jetzt, also seid authentisch und seid ehrlich, das ist eben das Problem, so einfach ist es eben nicht, weil die Journalisten Vorurteile haben, weil sie, also ich erinnere mich noch, als die Piraten so diesen Hype hatten, da wurde immer berichtet, sie benutzen Wikis und Mailinglisten, ne? Also immer dasselbe wurde so gesagt über die Piraten. Und da habe ich dann immer gedacht, wie blöd sind denn diese Journalisten? Auch die CDU benutzt Wikis und Mailinglisten. Wikis nicht, aber Mailinglisten benutzen die ja auch schon lange. So, das ist ja jetzt nicht das Neue. Doch. Mittlerweile. Also bei der Grünen Jugend haben wir seit... Ja. Früher gearbeitet haben. Ja, okay, was heißt denn früher? 1970? Nein, also vor knapp 7 Jahren. Okay, ja gut. Vor 7 Jahren war 2000. Zu unserer Anfangszeit. Ja. Weil ich zufälligerweise wusste, wie deren Mail-System funktioniert, weil ich mal was da machen musste über einen anderen Dienstleister, habe ich mitgekriegt, wie das bei denen funktioniert. Und das war, nie vergiss es, das System ist ganz schnell zusammengebrochen. Okay, dann sage ich einfach, die haben alle schon so... Mittlerweile haben sie gelernt. Genau, also die Journalisten haben so ein Bild im Kopf von den Piraten. Also natürlich, wenn man mit ihnen redet, wenn man mit ihnen Bier trinkt, dann ändert sich das. Aber es kann natürlich immer passieren, dass sie so wie bei dir so einfach sowas zusammenschneiden. Aber es passiert auch Leuten aus anderen Parteien. Und dann kann man dann einfach nur sagen, also zum Beispiel Extra 3 macht es ja immer und heute schon bei den Parteitagen. Ja, in meinem Fall hatte ich Glück, das, was da als Zusammenschnitt rauskam, war immer noch durchaus sinnvoll. Und auch passt da auch in die Sendung und in den Kontext hinein. Das komplette Gespräch wäre wahrscheinlich an der Stelle zu ausführlich gewesen. Aber es liegt natürlich auch daran, dass das und wie ich formuliert habe, dass das nachher was Sinnvolles war, was Sie zusammengeschnitten haben. Ich wollte ganz kurz sagen, wenn ihr jetzt der zuständige Pressemensch seid und ihr habt euren kommunalen oder sonst wie Mandatsträger dabei und der ist gerade dabei, sich um Kopf und Kragen zu reden, dann geht man einfach dazwischen und sagt, wir machen hier mal eben Pause, nehmt den zur Seite, spricht mit dem, sagt, diesen Satz sagst du auf keinen Fall, diesen Satz möchtest du nicht sagen und sagst ihm, welchen Satz er denn stattdessen bringen soll. Also es ist viel schlimmer, solche Sachen werden dann gesendet und derjenige steht als der Volldepp da, als wenn man das unterbrochen hat. Es gibt immer irgendeinen Grund, das rauszunehmen und zu sagen, wir müssen noch mal eben drüber sprechen oder lassen Sie uns mal eben eine Pause machen. Das würde ich immer empfehlen. Ja, das kann man auch machen, das machen die bei anderen Parteien auch. Also das ist eben, dazu wollte ich eigentlich auch gleich noch ein Spiel spielen, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Also man muss sich wirklich nicht hetzen lassen. Man kann wirklich mit den Journalisten so ein Ping-Pong-Spiel spielen. Natürlich kann man auf der anderen Seite sagen, na gut, das wollen wir das so überhaupt als Piraten? Wollen wir gerne uns so integrieren in diese Art zu reden? Aber also ich finde es schon okay, da der Presse einen professionellen Eindruck rüberzubringen. Und weil es ja auch gerade auch keine Alternative gibt. Also es gibt meiner Ansicht ja gerade nicht so diesen so einen emotionalen, charismatischen Hype von unten, der die Piraten so hochspült, egal was sie sagen, sondern man muss ja schon auch so ein bisschen mitmachen. Genau, also wenn man so, wer kennt unter 1, unter 2, unter 3? Okay, das macht man auch schon auf Landesebene wahrscheinlich klar, ne? Ja. Also zur Kommunikation mit Journalisten, damit zur beiderseitigen Verletzungsvermeidung, hat sich in so Hauptstadt und anderen wichtigen Kreisen eine Kommunikation etabliert, die eben Zitate auf bestimmte Arten und Weisen labelt, und zwar dahingehend, wie sie als Zitat verwendet werden können. Es ist wirklich so, dass man dann am Telefon zu dem Journalisten sagt, das sage ich Ihnen jetzt aber unter 3, ja? Oder der Journalist sagt zu einem, wir reden doch jetzt unter 1, oder? Und das hört sich auf den ersten Sound komisch an,
aber so redet man mit denen. Also man, zum Beispiel wäre das dann, unter 1 bedeutet, ich steh, kann mit meinem Namen als Person, kann damit zitiert werden. Also sagen wir mal, Michael Wisniewski, sachkundiger Bürger im Sozialausschuss der Stadt Bonn, sagt, unser Cannabis-Antrag ist super. So, und dann kann das so zitiert werden. Vielleicht ist es Michael aber peinlich, dann sagt er, oh Gott, ich sage Ihnen das im... Sie können da jemand von den Bonner Piraten zitieren, aber bitte nicht mich konkret, weil ich sonst Ärger mit meiner Oma kriege. Nämlich, also dann sagt man, Sie können das unter 2 zitieren, dann wird in der Zeitung stehen, ein Kommunalpolitiker der Bonner Piraten sagte, unser Cannabis-Antrag ist super. Wenn ich gerne dem Journalisten Informationen geben möchte, aber nicht, dass er sie gleich in die Zeitung schreibt, dann mache ich das unter 3. Das bedeutet, ich sage dem das so im Geheimen, da darf es aber eigentlich niemand weitererzählen. Also er darf es auf jeden Fall nicht in die Zeitung schreiben. Also eigentlich freut man sich auch, wenn das jetzt niemand weitererzählt, aber das ist, manchmal will man auch Gerüchte streuen. Also unter 3 ist immer auch ganz gut. So, ne, unter 3. Ist das, was wir Piraten wollen? Nee, das, da, gut, da gibt es ja das Martin-Delius-Zitat im Spiegel. Der wollte natürlich nie unter 3 reden, deswegen hat er gesagt, irgendwie, wir sind jetzt auf dem Weg wie die NSDAP, oder was hat er damals gesagt? Die erwachsene Partei seit der NSDAP. Genau, und weil Martin-Delius eben den Piraten-Idealen der Transparenz und so damals auch noch so sehr verbunden war, hat er gesagt, nee, natürlich, alles, was ich sage, können Sie auch drucken. Ne? So. Nachher hat er dann gemerkt, was das für Probleme verursachen kann. So. Aber, also genau, das beantwortet deine Frage. Ne? Ja. Ja, was kann man noch so machen, außer Pressemitteilung? Jetzt sind wir natürlich schon viel weiter, die Folie ist eigentlich an der falschen Stelle. Aber ich liste das trotzdem nochmal auf. Also man kann natürlich eine Pressekonferenz machen, wenn man ein wichtiges Thema hat. Also wenn wir als Bonner Piraten, ich beziehungsweise das endlich mal hinkriegen würde, mit den Kölnern was Gemeinsames zur Oper zu machen. Ja. Ne? Das, ja. Bin mit Marie auch im Gespräch, aber wir haben es bisher noch nicht hingekriegt. Wir wollten eigentlich im Mai was machen. Dann kann man zum Beispiel nach der, wenn man was Gemeinsames ausgearbeitet hat, was richtig viel Relevanz und Brisanz hat, was eine richtig große Geschichte auch sein kann, kann man eine Pressekonferenz geben. Man kann das natürlich auch hier, Stichwort Hintergrundgespräch und persönliche Kontakte, das habe ich jetzt nicht nochmal raufgeschrieben, genau andersrum machen. Man lädt nicht zu einer Pressekonferenz ein, sondern man gibt das einem bestimmten Kollegen exklusiv. Das kann man genauso machen. Ne? Also, dass man sagt, das interessiert den wahrscheinlich besonders und dann muss man den aber hier, reden ist Gold, ansprechen und sagen, das können Sie exklusiv haben, wollen Sie es machen? So, und dann kann es auch passieren, dass, das, dass der es nicht machen will, dann geht man einfach zum Nächsten und fragt ihn, ob er es exklusiv haben will. So, aber wenn das dann der Dritte nicht haben will, dann ist es vielleicht doch nicht so eine tolle Geschichte. Aber man kann es so, also Pressekonferenz oder man gibt es eben jemand exklusiv. Man kann natürlich Aktionen machen, was weiß ich, was zu, wird ja auch gemacht, ne? So mit, damit am Ende ein schönes Foto rauskommt, was dann wieder in die Agenturen kommt. Das ist aber eher für die bundespolitischen Leute, glaube ich, von Relevanz. Man kann die Fotos aber natürlich auch selber dann veröffentlichen, wenn man eine coole Aktion gemacht hat und niemand will darüber berichten. Ach ja, Website. Ich hoffe, ihr habt alle eine Website. Gut. Es gibt bei WordPress.com oder blogsport.de kann man sich sehr einfach einen Blog klicken. Das ist so wie eine Website. Genau, also es wäre schon ganz cool. Wäre cool, wenn alle Piratengruppen, Fraktionen und Stadtverordnete, also pro Kommune, wenn die schon eine Website hätten. Ne? Das wäre schon gut. Und irgendwer kann die ja auch mal sammeln. Also ich habe mal gesammelt, aber vielleicht kann das ja auch noch mal erweitert werden. Vielleicht habe ich ja auch gar nicht alle gesammelt. Ja? Was die Webseitenthematik anbetrifft, wir haben ja auch darüber diskutiert, das handhaben auch die anderen Fraktionen sehr unterschiedlich. Einige haben komplett eigene Seiten, aber selbst große Fraktionen wie, ich glaube die SPD, bin mir nicht ganz sicher, in Köln, die macht das gemeinsam mit ihrem Kreisverband. Und wir haben das jetzt auch so gemacht,
es funktioniert eigentlich auch. Man muss halt aufpassen, dass eine klare Trennung da ist, damit man nicht in die übliche Parteifinanzierungsthematik reinkommt. Aber das klappt, wenn man das auf der Seite organisiert. Prinzipiell kannst du selbst eine Weiterleitung auf einer Unterseite einsetzen, sodass du theoretisch auf derselben Seite landest vom KV, aber hast deine eigene Webspace, die du nutzen kannst, und da kannst du wieder alles machen, wie du lustig bist. Also prinzipiell die Anbindung ist frei, also sehr frei. Ja, also prinzipiell würde ich nur sagen, ich würde mir nur denken, dass Piraten ja auch so als Internetpartei dastehen. Vielleicht findet ihr es ja alle blödsinnig, sodass das jetzt Makulatur ist. Aber also ich finde, Piraten als Partei der Transparenz und des Internets sollten schon auch ganz gute Webseiten so haben. Also das fände ich so vom Image her schon ganz hilfreich. So, Jessica hat sich gemeldet. Zu Offline-Materialien. Wenn die Piraten vor Ort noch nicht so bekannt sind, findet auch keiner die Webseite. Offline ist teilweise verdammt wichtig, um die Bürger zu erreichen. So eine Zeitung, Bericht im Jahr, was hat die Fraktion der letzten Zeit gemacht oder die Gruppe oder was haben wir erreicht, was sind unsere Themen? Das kommt verdammt gut an. Das kann man als Fraktion gut machen, so außerhalb des Wahlkampfes mal berichten. Es ist Wahlkampf auch mit für die Partei, auch wenn man als Fraktion berichtet über seine Arbeit. Macht das bitte. Fragt, ob ihr irgendwie in Läden, Geschäften, bei Initiativen irgendwo Informationsmaterial über eure Arbeit in den Parlamenten auslegen könnt. Das machen viele. So, es ist ja für die Bevölkerung vom Steuerzahler bezahlt, so von Steuergeldern. Das ist eine verdammt gute Werbung für die Piraten. Die finden nicht unbedingt die Website. Genau, also bei Offline-Material ist ja ganz viel denkbar, zum Beispiel eben Flyer, wie Jessica ansprach, aber eben auch Plakate oder Dreieckständer. Also in vielen, man kann die Dreieckständer auch außerhalb des Wahlkampfes aufstellen. Also Born hat eine Dreieckständersatzung, das haben viele andere Städte möglicherweise auch. Und da könnt ihr dann eure Veranstaltungen plakatieren, falls ihr welche macht. Da könnt ihr eure AK-Kommunalpolitik oder wie ihr das nennt, die Gruppe plakatieren und sonst was. Aber ich denke, dass das schon ganz wichtig ist, auch im öffentlichen Raum als Piraten sichtbar zu sein. Ja, ich wollte nur ganz kurz ergänzen, weil das Wort illegale Parteienfinanzierung gerade gefallen ist und Webseiten. Also um das klarzustellen, die Partei darf den Fraktionen, den kommunalen Fraktionen, Webspace, Blogspace zur Verfügung stellen, wenn sie das kostenlos macht. Die Fraktionen dürfen auf gar keinen Fall etwas dafür bezahlen. Also die Partei kann helfen, wenn die Fraktionen keinen Webspace haben. Ja, okay, danke für die Klarstellung. Das ist ja vielleicht für den einen oder die andere doch jetzt wichtig. Ich wollte noch dazu ergänzen, wir haben einen Verein gegründet mit den Kreativen NRW. Viele Fraktionen wissen das auch schon. Wir haben also Designer in der Partei, die auch für wenig Geld könnt ihr halt mit denen verhandeln, euch dabei helfen. Also da geht es nicht nur um grafische Dinge, sondern es geht auch um Blogs. Nutzt das einfach. Und was diese Abstimmung angeht, diese Live-Abstimmung aus den Ratssitzungen, ich habe mich da jetzt mit dem Hans-Emanuel drüber unterhalten, der sagte mir, sein Empfinden wäre, dass viele Leute da nicht die Zeit zu haben und eben auch nicht die Ahnung von HTML. Das heißt, du müsstest halt dann für jede Ratssitzung Artikel anlegen und teilweise bis zu 80 TOPs einpflegen. Da sind halt immer noch auch viele Piraten mit überfordert. Also ich sag mal, so Online-Partei heißt nicht unbedingt, dass man in jedem
Internetsegment sich auskennt. Also ein C-Programmierer weiß zum Beispiel auch nicht unbedingt, wie man HTML programmiert. Ich bin da bei dir, das ist ein hehres Ziel, dass wir sowas machen. Ich sehe aber auch den Overhead. Also das ist also wirklich für Transparenz zu schaffen in der kommunalen Arbeit auf ehrenamtlicher Basis, ist im Moment für viele Ratspiraten eine sehr große Herausforderung. Klar, klar, nee, das meine ich jetzt. Ich meine ja auch nicht das jetzt so als böse Kritik, nur ich denke, so ein Blog bei WordPress.com, okay, da sind die Inhalte jetzt nicht unbedingt sicher, aber wenn man Links sein will bei Blogsport oder so, kann man sich schon klicken. Ja. Also das wäre gut, wenn man das versucht als Fraktion oder Gruppe. Das geht nämlich eigentlich ziemlich einfach und damit kann man seine Sachen zumindest ins Internet bringen. Das ist dann ja auch googelbar. Für einen Blog hätte ich noch den Hinweis, es gibt eine Bilddatenbank vom Bund. Da gibt es jemanden, den Boris Sobieski, der die verwaltet. Wenn man Header und Bilder für die Blogs braucht, dann kann man die bei dem bekommen. Das heißt, dann hat man auf dem passenden Blogbeitrag auch den entsprechenden Header zum Thema. Das ist schon wichtig, dass bei manchen Dingen dann eben nicht das Piratenschiff, sondern vielleicht irgendwas zur Flüchtlingsproblematik oder so zu finden ist. Diese Bilder sind alle vorhanden. Man muss halt schauen, dass man sich die dann besorgt. Genau. An sich kann man natürlich auch auf Creative Commons Bilder zurückgreifen. Zum Beispiel bei Flickr gibt es eine ganz gute Creative Commonsierung, sage ich mal so. Man kann da gut suchen und findet auch zu vielen Bereichen schöne Sachen, zu anderen Bereichen aber nicht. Also wo Menschen drauf sind, das ist oftmals sehr mau, noch bei Creative Commons Bildern. Aber bei Natur, da gibt es natürlich alles. Ne? Also da, ja. Das hatten wir schon alles. Also ganz wichtig vielleicht noch, Nachbereitung, also wer von euch sammelt denn die Presseartikel, wo die Piraten erschienen sind? Ja, genau, ist schon ganz schön, wenn man das zum Beispiel auf der, also wenn man keine Website hat, muss man, ne, dann kann man es natürlich da nicht darstellen, man kann es natürlich auf der Website wiederum darstellen oder man sammelt es für sich selber, für die Gruppe, ja. Also wir hatten das Thema eben schon beim Info bei der Landespresse-Geschichte. Ja. Online-Links, ja. Das ist nicht das Problem, weil die bleiben ja weiter im Netz, die können verbreitet werden. Bei Zeitungsausschnitten, die ihr abfotografiert oder einscannt, seid da bitte vorsichtig. Das kann tierisch nach hinten losgehen, dass ihr da abgemahnt werdet. Also ich würde das eher so für intern sammeln, wenn jemand Interesse hat, da mal reinzuschauen. Das kann eine versteckte Seite sein, das kann irgendwo in einem Pad sein oder so. Aber lieber nicht ein Pressespiegel aus Printmedien, das geht in der Regel nach hinten los. Also wir haben selbstverständlich einen Pressespiegel und wir haben vorher, beziehungsweise anfangs hatten wir zu jedem Artikel extra angefragt, ob wir das als PDF veröffentlichen können, die Seite. Inzwischen haben wir von unseren beiden regionalen Zeitungen die Genehmigung, dass wir grundsätzlich alles veröffentlichen dürfen. Ja, weil das ist ja nicht dem Urheberrecht entsprechend. Ne? Genau, Fragen kostet nichts, genau. Wo kein Kläger, da kein Richter, auch so rum. Ne? Gut, ja, nee, das ist auch nochmal ein guter Hinweis, weil da muss man vielleicht dann gar nicht so ängstlich sein. Ne? Genau, also ganz gut ist eben, sich auch zu überlegen, wo kam man da überhaupt vor, damit man darauf aufbauen kann. Ja, jetzt hatte ich mir gedacht, wir spielen nochmal so ein Spiel, wir stellen uns vor, der Journalist oder die Journalistin ruft morgens um 7 an und unser Ziel ist es, dass wir nichts Schlimmes sagen, was die Piratenpartei total beschädigt, sondern nach Möglichkeit sogar etwas sagen, sodass wir nicht, entweder dass der Journalist wieder auflegt und in einer Stunde nochmal anruft oder dass wir ihm was Vernünftiges sagen. Okay, gut. Wer will denn mal von mir angerufen werden? Okay, Paki. Dring, dring. Guten Morgen, Herr Schiffer. Ich habe gerade mitgekriegt, bei Ihnen im Kreisverband soll ja was los sein. Da soll ein Mitglied von Ihnen soll Schmierereien auf dem jüdischen Friedhof gemacht haben. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Haben Sie da Belege zu? Natürlich habe ich Belege. Also das ist eine Meldung von der Polizei, die ist heute Morgen rausgegangen und der Kollege ist eben dabei erwischt worden und dann ist es auch gleich an die Bild gegangen.
Ich werde Kontakt mit dem Mitglied aufnehmen und melde mich gleich bei Ihnen zurück. Vielen Dank. Wollen Sie nichts sagen mehr jetzt? Nein. Okay. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Das war ja im Vorfeld. Nee, das habe ich gar nicht gesagt. Will noch jemand hier einen stressigen Journalisten spielen? Okay. Okay, ihr habt ja verstanden, wie es geht. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt alle. Ja. Wenn man ein Tier ist, gibt es eine hammergeile Version. Wenn du angerufen wirst, wenn man gerade so als ITler morgens um 7 Uhr angerufen wird, ist man schlaftrunken, steht auf, morgen, wo ist der Notfall? Ja, also ich weiß nicht, was du zum Beispiel dann fragen würdest, aber tut mir leid, können wir vielleicht in 2 Stunden nochmal reden? Ich hatte eine Nacht, ich musste unbedingt ein System aufsetzen, da bin ich erst um 12 Uhr nach rausgekommen. Ich kann mich erst geistig auf Sie einlassen, wenn ich ein bisschen wacher bin. Ja, das ist natürlich gut. Ja, das ist auch sehr authentisch übrigens. Als IT. Aber dadurch, dass man den Leuten sagt, sorry, ich hatte noch zu tun, für Arbeit haben die meisten Verständnis. Und auch Piratenarbeit ist Arbeit. Tut euch das nicht an. Also ehrlich, wenn man morgens wach wird und hat am Tag vorher viel auch für die Piraten getan oder privat oder für die eigene Arbeit, dafür haben die meisten Leute Verständnis und das kann man fast immer bei sowas ausnutzen, wenn man überrumpelt wird. Das kriegt man eigentlich dann hin. Vor allen Dingen, wenn man auch noch schlaftrunken sich anhört. Übrigens mal ganz pragmatisch zu dieser telefonischen Überrumpelung. Ich finde das vollkommen richtig und wichtig, sich darum Gedanken zu machen. Das kann man aber auch wieder so ein bisschen hacken, indem man den guten Kontakt zu den Journalisten hat. Was bedeutet, dass man den Telefonnummer abgespeichert hat? Das heißt, wenn man sieht, dass die anrufen um 7 Uhr morgens, gehe ich nicht ran, dann lasse ich die auf die Mailbox sprechen. Also nicht, dass das bisher vorgekommen wäre bei uns, dass die um 7 Uhr morgens anrufen, aber manchmal fühlte ich mich nicht in der Lage, meinetwegen mittags oder wie auch immer, wenn ich privat im Gespräch war, ranzugehen, will ich auch nicht. Das heißt, ich lasse die auf die Mailbox sprechen und ich rufe dann zurück, ganz stumpf, ganz einfach. Wie auch immer, dann siehst du aber, dass die angerufen haben, also und die wesentlichen Journalisten, also die Telefonnummern habe ich. Und wenn es denn nicht die sind, weiß ich wenigstens, wie die dreistellige Vorwahl des Verlages ist, dass das ein Journalist sein muss. Und also, ja, also das kann man dadurch wirklich vermeiden. Wenn man sich nicht bereit dazu fühlt, mit denen zu sprechen, nicht rangehen, wenn man die Nummer abgespeichert hat. Ihr habt ja alle Zeit der Welt. Also ja. Natürlich, wenn die Piraten immer nicht rangehen, dann werden sie irgendwann gar nicht mehr zitiert, aber das ist ja nicht der Fall. Ja. Paki, wolltest du noch was sagen? Ja, also ich habe als Journalist die Erfahrung, dass die Journalisten Rufnummernunterdrückung haben. Also da bin ich dann schön blöd, wenn ich bei Rufnummernunterdrückung, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es ist mir jetzt ein paar Mal passiert, dass mir dann halt Leute eine Mail geschrieben haben, gesagt haben, ich habe sie leider telefonisch nicht erreichen können. So, und dann ist halt der Zug abgefahren. Das heißt, auf meiner Ebene ist es halt echt dann so, wenn die einmal anrufen, dann rufen die halt einmal an und dann rufen die nicht mehr an. Dann habe ich die Nummer nicht. Inzwischen weiß ich ungefähr, welche Leute das sind. Das mache ich dann auch schon mal so. Also gerade zum Beispiel die Frau Kreitschek vom WDR, die ruft sehr gerne mit unterdrückter Nummer an. Die rufe ich dann kackfrech zurück, frage einfach, Frau Kreitschek, hatten Sie gerade versucht, mich zu erreichen? Was dann immer auch ein sehr schöner Opener ist für ein Gespräch, weil dann habe ich sie nämlich dann mal dran. Bisher ist es einmal passiert, dass sie es wirklich war und dreimal ist es passiert, dass sie es nicht war. Dreimal hatten wir aber darüber dann ein Gespräch, darüber, dass wir uns mal treffen und eben dann weitergehende Themen besprechen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass mein Verhältnis zu ihr natürlich auch besser wurde. Also das ist immer so ein Running Gag zwischen uns mittlerweile. Wenn ich sie anrufe, fragt sie mich dann so, und? Hat wieder jemand mit unterdrückter Nummer angerufen? Und ich so, nein, dann dieses Mal wollte ich sie wirklich in einer Sache sprechen.
Ja, also das ist auch so, müsst ihr halt aus dem Gefühl machen. Also wenn ihr das Gefühl habt, es geht gerade im Kreis tierisch der Punk ab, dann könnt ihr natürlich auch direkt dran gehen. Also muss man dann von Fall zu Fall entscheiden. Wobei bei den klassischen Lokal- und auch Stadtteilredaktionen wird das lange nicht so heiß gekocht. Also da ist das auch nicht so schlimm, wenn das vielleicht am Tag später in die Zeitung kommt oder so. Da im Landesverband ist das schon eher so, weil da natürlich sozusagen auf der großen Politikebene auch versucht wird, die Parteien ein bisschen vorzuführen. Ne? Und, aber sogar im städtischen Bereich ist sowas eher selten. Ne? Ja, genau. Also mein Petitum ist einfach nur, dass man sich die Zeit ruhig nehmen lassen kann, um nachzudenken und nicht immer erreichbar sein muss. So. Genau, ich denke mal, wir verzichten jetzt lieber auf eine Abschlussrunde, weil die ja sonst eine halbe Stunde dauern würde. Und, aber ich, oder möchte jemand, genau, also wenn noch einzelne Leute irgendwas zum Abschluss sagen möchten, dann könnt ihr das jetzt machen oder ihr müsst für immer schweigen. Also der Jürgen und ich und auch die WAKO, wir machen ja diese Landespresse. Wir hatten schon mehrfach jetzt überlegt, dass wir mal so ein kommunales Pressevernetzungstreffen machen mit allen Pressepiraten. Wir sind natürlich immer für euch da, wir sind immer ansprechbar. Wir würden uns persönlich sehr darüber freuen, das ist auch mit einem gewissen bösen Unterton jetzt gesagt. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn der ein oder andere kommunale Pressepirat mal in der AGÖA-Sitzung am Dienstagabend um 9 Uhr auftaucht, weil wir natürlich uns auch immer wieder freuen über kommunalen Input oder eben auch Output. Also es wäre auch schön, wenn die Vernetzung in beide Richtungen da stattfindet, weil ich glaube, dass euch das auch ganz gut hilft, wenn Landesthemen mal hier und da auf eurem kommunalen Blog sind. Also gerade bei der Sperrklausel haben wir jetzt gesehen, das ist ein Thema, das eignet sich hervorragend. Aber ihr müsst immer auch bedenken, wir starten jetzt so langsam in den Wahlkampf auf 2017 zu. Da werden die Landesthemen auch wieder wichtiger. Es wäre ganz schön, wenn ihr das im Hinterkopf behaltet, dass ihr mal so hier und da die ein oder andere landespolitische Thematik auch auf eurer Kreiswebseite anteasert. Vielleicht mit eurem Wahlkreis MDL oder so. Da eignen sich dann auch immer ganz gut Fototermine oder einfach ein Treffen mit dem Bürgermeister oder mit einem Treffen von einer befreundeten Fraktion. Ansprechpartner auf kommunaler Ebene ist da dann auch der Hans Emanuel, der hilft euch da gerne weiter. Oder ihr fragt einfach im Landesvorstand einfach mal, ob die euch dann besuchen kommen zu so einem Termin. Weil auch wenn wir gerne immer wieder Politik 2.0 oder Presse 2.0 sagen oder Web 2.0, die Welt dreht sich weiter und es gibt auch weiterhin noch Politik 1.0, Presse 1.0 und Web 1.0. Und das müssen wir eben auch bespielen. Also ne, das sind halt so zwei Seiten eines Schwerts, einer Medaille. Ich würde mich freuen, wenn ihr da noch so ein bisschen mehr Richtung Landesverband tut. So, dafür ist das Treffen ja hier auch gedacht. So. Genau. Ja, vielen Dank. Gibt es dann eigentlich auch eine Mailingliste? Ja, okay. AG Öffentlichkeitsarbeit ist eine Bundesmailingliste, findet ihr in den Listen des Bundes. Listen.piratenpartei.de. Okay. Hier ist doch noch eine Wortmeldung. Ja, noch eine ganz kleine. Ich hatte vorhin ein Gespräch, wo ich zu hören bekam, was momentan. Ich hatte vorhin ein Gespräch, wo ich mitbekam, was momentan auf Bundesebene mit der SG Presse los ist. Ich würde darum bitten, weil da gerade da an der Stelle müssten wir gucken, dass die Vernetzung in diese Bundesebene tatsächlich mal ein bisschen besser funktioniert. Ich glaube, da gibt es ein paar Leute, mit denen kann man sich relativ gut unterhalten, die heute hier sind, auch vielleicht, dass man das machen sollte. Die sind leider jetzt nicht hier in dem Raum, aber das muss besser koordiniert werden. Okay, gut. Es gibt ein neues Bundespresseteam für Pressemitteilungen und so weiter. Der Bundesvorstand hat gerade da Beschlüsse zugefasst. Seit anderthalb Wochen oder so machen wir Pressemitteilungen für die Bundespartei.
Alle weiteren Änderungen, denke ich mal, werden irgendwann irgendwie irgendwo noch besprochen werden. Es gibt nächste Woche die Marina in Kassel. Da werden Teile des Pressekonzepts vorgestellt, denke ich mal, oder da wird darüber gesprochen. Da wird zumindest miteinander gesprochen und mehr kann ich dazu nicht sagen. Also wer für Kontakte und alles zum Bund immer gern einfach melden. Ja, genau. Mhm. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay, das war ja jetzt nochmal ein guter Terminhinweis. Ich würde sagen, alles Weitere besprechen wir dann drunten beim Kaffee oder Orangensaft. Und danke für die aktive Teilnahme an dem Workshop und ich hoffe, es hat euch was gebracht. Und ja, schreibt weiter gute Sachen ins Internet.